Hallo und schönen guten Abend auch von mir. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich hoffe, die bricht nicht ab. Das sind noch diese Reste von einer Erkältung. Ich mache das immer, wenn eine streitbar ist. Wer war denn schon mal da? Der Rest also nicht, das ist über die Hälfte. Das ist sehr schön, weil eigentlich ist es bei jeder streitbar so. Das könnte jetzt negativ sein, weil die Leute nicht wiederkommen. Oder es könnte man positiv werten, weil die Leute kommen, die ein Thema sehr interessiert. Und man kann es ja auch online sehen. Ich erzähle ein bisschen was zu streitbar. Das hat Marie-Sophia schon gemacht. Also es geht um konstruktiv streiten. Und wir tasten uns langsam an die beiden Positionen vor. Und ihr werdet erleben, wie. Du hast eine lange Vorrede gehabt, eingebettet für mich, wenn ich alleine den Titel vorlese, von Obergrenzen, Ausgrenzung und grenzwertigen Debatten und der Frage, was macht der aktuelle Diskurs über Migration und Asyl mit unserer offenen Gesellschaft? Dann merkt man schon, das ist ein großes Thema. Ein komplexes Feld und das wird auch unsere Herausforderung sein, da jetzt einen Weg durchzufinden. Ich will ein paar Eckdaten irgendwie erstmal benennen, damit wir irgendwie so eine Basis, eine gemeinsame haben. Worüber reden wir, wenn wir über Migration in Deutschland sprechen? 2022 hat Deutschland so vielen Menschen Schutz gewährt wie in keinem Jahr seit 1949. Etwa 1,2 Millionen Menschen, 8 von 10 kamen in etwa aus der Ukraine, darüber 244.000 in etwa aus anderen Ländern, die größten Gruppen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und dem Irak. Wir haben gehört, dass es zu einem Wahlkampfthema gemacht wurde, mal wieder ein Thema für rechte Positionen und rassistische Hetze und mal wieder auch ein Thema in politischen Lagern und Wordings. Um ein paar Stichworte fallen zu lassen, über die wir dann reden werden. Es geht um die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, Stichwort Asylkompromiss. Es geht viel um Abschiebung, es geht um das Recht auf Asyl, es geht um einen Migrationspakt über die Kürzung von Sozialleistungen, es geht um Obergrenzen und Überlastungssignale in den Kommunen und das in Verbindung, in die Erinnerung, du hast es gesagt, an die 90er Jahre. Hui. Das Ding ist, wir versuchen jetzt eine Schneise zu schlagen zwischen innenpolitischen und außenpolitischen Betrachtungen. Und wir versuchen auch ein konstruktives Gespräch ohne rassistische Ressentiments zu schüren, das haben wir gehört, vielleicht herauszufinden, wo es wirklich hakt, wo es symbolpolitisch ist, wo es populistisch wird und wo sich konstruktive Ansätze finden lassen. Das wäre mein Wunsch an euch. Und wer seid ihr? Wer die Streitbar nicht kennt, ich mache immer eine Netzvita. Das bedeutet, ich google im Internet und suche, was ich zu der Person unter dem jeweiligen Titel finde. Das war ein langer Titel, ich musste aussuchen und bei Maximilian Pichel zu meiner Rechten, Professor für Soziales Recht mit dem Schwerpunkt Asyl- und Migrationsrecht an der Hochschule Rhein-Main. Der Hessenschau erklärte er im Juni zur Reform des EU-Asylrechts, also dem Asylkompromiss, ein Versagen der Politik und der Verwaltung, dass man nicht auf ein nachhaltiges Aufnahmesystem gepocht habe. Zitat: Man hätte Unterkünfte bereitstellen können, Mietverträge, Fachpersonal entfristen können. Es wäre möglich, dass Menschen schneller einen Zugang zu Arbeit, Wohnungen und Sprachkursen bekommen. Die Überlastungssituation ist in mancher Hinsicht hausgemacht. Er hat einen Artikel geschrieben, der lautet Systemisch verantwortungslos Europas Flüchtlingspolitik. Der erschien im September, in dem er das individuelle Asylrecht in Gefahr sieht und auch Migrationspartnerschaften der EU kritisiert, insbesondere in diesem Text den Deal mit der autokratischen Regierung Tunesiens. Pichel fehlt ein gesamteuropäischer Diskurs über Flucht und Migration. Er kritisiert, dass quasi es gibt keine Leitmedien in einem europäischen Diskurs. Zitat: Wenn jedes Land für sich selbst diskutiere, verfalle die Debatte immer wieder in nationalstaatliche Logiken. Das wiederum können sich Rechtspopulisten zunutze machen. Und in der Taz kritisierte er, dass er in der Asyldebatte vor allem über Verschärfungen statt über pragmatische Lösungen diskutiert werde. Und mit knapp 300 WissenschaftlerInnen hat er deshalb einen Menschenrechtspakt in der Flüchtlingspolitik gefordert, der jenseits populistischer Parolen eine menschenrechtskonforme Ausrichtung in den Mittelpunkt stellen soll. Herzlich willkommen. Viktoria Rietig ist Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und sie berät in dieser Funktion Regierungsstellen und Stiftungen unter anderem.
Ich habe auch hier einen Versuch einer Zusammenfassung gemacht. Migrationspolitik beschreibt sie oder sagt sie, dass die, also zu Migrationspolitik sagt sie, dass die Symptome der weltweiten Krisen beherrschbar zu machen wären, aber dass das immer schlechter klappt. Sie kritisiert die Maßnahmen der Bundesregierung zur Begrenzung der Migration als, Zitat, ineffizient und unfair. Bei Maybrit Illner hat sie festgestellt, dass Drittstaaten am längeren Hebel sitzen, denn wir brauchen diese Länder in der Migrationspolitik, Zitat, viel mehr als die uns brauchen. Und sie findet, Migration könne langfristig nur durch eine andere Sicherheits-, Klima- und Handelspolitik beeinflusst werden. Das sind aber nur Stellschrauben in einem größeren Gesamtkomplex. Zitat, die Wirkung der meisten Migrationsinstrumente wird in der öffentlichen Debatte überschätzt. Positiv wie negativ, sagte sie dem Spiegel. Bei Anne Will erklärt sie eine Fehleinschätzung sicherer Herkunftsstaaten, die ein großer Faktor aber seien, eben um Einwanderungen zu reduzieren. Die Einstufung von Staaten findet sie zwar wichtig, bei bestimmten Staaten wie zum Beispiel den Maghreb-Staaten aber nicht. Es komme eben auf die Zahl der Asylanträge an und dort seien es weniger als 5.000. Sie glaubt, dass durch die Unplanbarkeit der Migration in Deutschland das Gefühl herrscht, dass Fluchtursachenbekämpfung nicht erfolgreich sei. Im Deutschlandfunk Nova sagte sie, Zitat, die Wahrheit ist, dass Fluchtursachenbekämpfung etwas bewirken kann, aber eben nicht gleichzeitig in allen Ländern, in denen wir es uns wünschen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Oder du da bist, wir haben ja gesagt, per Du. Genau, wir sind per Du, wir kannten uns vorher nicht, aber wir sind per Du, weil die Streitbar auch ein Du-Format ist und das irgendwie auch nahbarer ist. Und es ist ja auch ein menschliches Thema, was sehr oft vergessen wird, dass wir hier über Menschen reden. Wer die Streitbar nicht kennt, jetzt kommt der Fragenhagel. Das sind kurze Fragen, immer im Wechsel, mit der Bitte um kurze Antwort. Wer möchte anfangen? Ach, sonst hätte ich jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, nein. Restriktiv, populistisch, effektiv, wie würdest du Deutschlands aktuelle Migrationspolitik deuten? Ich würde sagen, es ist eine Politik der Entrechtung. Du darfst noch einen Satz mehr sagen. Es ist eine Politik der Entrechtung, die aber natürlich sehr, sehr stark getrieben wird von, es ist auch nicht nur Rechtspopulismus, es ist schon auch mehr, es ist eben auch Rassismus, es ist ein Autoritarismus, der stärker geworden ist in den letzten Jahren und der auch nicht nur Migration umfasst, sondern ganz viele gesellschaftliche Teilbereiche. Und im Feld der Migration wird er aber auf eine besonders drastische Art und Weise gerade durchgeführt. Mhm. Und für dich? Ich stimme zu, dass wir einen Rechtsdrall haben, vor allem in den letzten 1-2 Monaten ist ja wahnsinnig viel passiert in unserer Debatte. Ich würde aber auch sagen, dass wenn wir ein bisschen länger gucken, so seit 2015 würde ich sagen, was wir eher beobachten ist, ja, wir diskutieren zwar heißer um dieses Thema, mit extremeren Positionen, aber ein Stück weit ist unsere Debatte auch gereift, weil wir eben viele wichtige Migrationsthemen vor 2015 gar nicht besprochen haben. Und dazu gehört natürlich, was passiert an unseren Grenzen, also Grenzkontrollen, dazu gehört das Thema Abschiebung. Das waren und sind immer wichtige Themen und das sind auch keine Schmuddelthemen, aber wir fassen sie eigentlich erst seit ein paar Jahren wirklich an. Faktisch oder faktenfrei, wie wird denn der öffentliche mediale Diskurs über Migration und Flucht geführt? Oft faktenfrei, also nicht basierend auf Fakten, beziehungsweise selektiv mit Fakten umgehend. Also das sehen wir, glaube ich, in der Politik und ich würde auch sagen, teilweise in der Wissenschaft werden Fakten im Migrations-, Asyl- und Fluchtbereich sehr, sehr selektiv genutzt, um eine politische Richtung zu bestärken. Und da möchte ich ganz klar sagen, ich sehe diesen Trend nicht nur rechts, sondern auch links. Mhm. Für dich? Faktenfrei auf jeden Fall. Ich will das mal an einem Beispiel machen. Also Olaf Scholz hatte bei seiner Regierungserklärung vor ein paar Wochen gesagt, so ungefähr, es kommen einige, die schutzbedürftig sind, viele, die nicht schutzbedürftig sind. Und wenn wir auf die Zahlen gucken, dann haben wir, und das ist sozusagen die Kehrseite der Entrechtung, wir haben zugleich eigentlich die historisch höchsten Schutzquoten, die Deutschland je vergeben hat. Also bei Asylanträgen, die inhaltlich entschieden werden, haben wir eine Schutzquote von 70%. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich fast 2/3, die hier schutzbedürftig sind und führen aber eine Debatte, wo getan wird, als ob wir nur Personen hätten, die keine Chance hätten im Asylverfahren. Mhm. Darauf gehen wir später noch genauer ein. Ein Blick zurück. Wo seht ihr denn Parallelen im Migrationsdiskurs der 90er, aber auch der 2015er? Ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, aber das mal vertiefend
oder kurz vertiefend. Also die Parallele sehe ich auf jeden Fall, dass es so einen sehr parteiübergreifenden Konsens gibt gegenüber sogenannter irregulärer Migration, was ein Begriff ist, der sich auch sozusagen erst herausgeschält hat in den letzten Jahren. Also wir haben 2015 mehr über Flüchtlinge gesprochen oder über Fluchtmigration und jetzt eben über irreguläre Migration. Da gibt es auf jeden Fall eine Parallele zu den 90ern. Es gibt auch eine Parallele, was die Asylrechtsverschärfung angeht. Der große Unterschied ist, dass die ganze Debatte mittlerweile europäisiert ist. Das ist der große Unterschied zu den 90ern, dass wir auf der EU-Ebene ganz massiv viele Gesetzgebungsverfahren haben und Entscheidungen, die da getroffen werden. Und das war in den 90ern definitiv nicht von dieser entscheidenden Bedeutung. Wie siehst du das? Ich sehe im Vergleich zu den 90ern eine ähnliche rhetorische Verschärfung, die wir haben, und auch der Versuch, unser Asylrecht weiter und weiter zu verschärfen. Aber es gibt eben auch Unterschiede zu den 90ern, vor allem nämlich die Leute, die gekommen sind. Also wir haben heute eine viel größere Diversität an Menschen, die zu uns kommen, die sogenannten gemischten Migrationsflüsse. Und das bedeutet auch, dass eben die Antworten, die wir darauf finden müssen, eben nicht ganz so einfach sind wie in den 90ern. Also ich würde sagen, heute haben wir eine komplexere Situation, weil es einfach weltweit komplexer geworden ist und die Menschen aus so vielen unterschiedlichen Gründen zu uns kommen. Und das ist es ja auch, das, was es so moralisch schwer macht, weil eben dieses One-Size-Fits-All, was wir in den 90ern betrieben haben, was viel sich auf den Westbalkan bezog, eben heute nicht mehr zieht. Migration gestalten als Stichwort. Müssen wir über Integration plus Abschiebung gemeinsam sprechen oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Ansicht, dass Integration und Migrationsmanagement inklusive Rückkehr und Abschiebung, das sind einfach zwei Seiten derselben Medaille, weil Integration ist im Prinzip ja die Antwort auf die Frage, was machen wir mit denen, die hier sind und hier bleiben werden, und Migrationsmanagement inklusive Abschiebung ist die Antwort auf die Frage, was machen wir denn mit denen, die hier sind, aber hier nicht bleiben können, weil sie kein Bleiberecht haben, oder auch, was machen wir mit denen, die hier nicht herkommen sollen oder dürfen, weil es eben auf der Grundlage unserer Gesetze das nicht hergibt. Und deswegen glaube ich, das geht zu dem, was ich auch gerade sagte, zu dem Vergleich zu 2015. Wir haben jetzt eine Debatte, die eben nicht mehr Integration als das einzige wichtige Migrationsthema beleuchtet. Wir hatten so eine Phase zwischen 2000 und 2015, das bezeichne ich immer als diese Integration-First-Periode in Deutschland, wo wirklich viel in Integration investiert wurde, wo wir verstanden haben, dass das ein wichtiges Thema ist, wo auch föderale Mittel reinfließen müssen, wo die Integrationsbeauftragte im Kanzleramt angesiedelt wurde. Also so eine Phase, wo endlich Deutschland kapiert hatte, Integration ist wichtig und wir müssen da auch was machen. Ja, das war ja eins der großen Lektionen aus unseren Fehlschlägen der Vergangenheit. Und das war eine wichtige Phase für Deutschland. Aber ich finde, es ist genauso wichtig, dass eben seit 2015 wir verstehen, es geht eben nicht nur um Integration, sondern es geht auch um all diese schwierigen, moralisch schwierigen, menschlich schwierigen Themen, die aber wir nicht ausblenden können, wenn wir langfristig auch die Integration sichern wollen. Wie siehst du das? Meine Beobachtung der letzten Jahre ist, dass wir bezüglich Pushbacks an den Außengrenzen, aber auch bezüglich Abschiebungen aus Deutschland oder aus anderen europäischen Staaten eigentlich das Problem haben, dass ganz viele dieser, also Pushbacks sind sowieso menschenrechtswidrig und völkerrechtlich verboten, aber auch bei Abschiebungen haben wir ganz massive rechtsstaatliche Defizite, eine Aushebelung von Rechten, menschenrechtliche Problematiken, und bevor ich über Abschiebungen rede, würde ich sagen, müsste eigentlich diese gesamte Abschiebepolitik überhaupt mal auf dem Prüfstand und einem Moratorium unterzogen werden, weil wir seit 2015 massiv viele Asylrechtsverschärfungen hatten, wo ich sagen würde, diese nicht in Einklang zu bringen mit menschenrechtlichen Verpflichtungen, die wir einmal eingegangen sind. Und deswegen ist für mich der Fokus in der Debatte, wenn ich über Abschiebung rede, erstmal zu sagen, wir müssen erstmal klarkriegen, was läuft hier eigentlich menschenrechtlich falsch. Das passt zu der nächsten Frage. Wäre denn ein zentralisiertes System für Abschiebung menschlicher und fairer im Vergleich zu dem, was du gerade, also zur aktuellen Abschiebepolitik, die du jetzt gerade kritisiert hast? Was meinst du mit zentralisierter? Also wo zentralisiert? Ja, ein System, wird das uns das ist mein Vorschlag. Okay. Genau, also ein organisiertes, zentralisiertes System, was auch immer du dir jetzt darunter vorstellst, also wäre für dich so etwas vorstellbar? Gibt es ein System, vielleicht auch so rumgefragt,
das überhaupt vorstellbar ist, das besser wäre als das, was jetzt ist. Also wie gesagt, ich glaube, der Punkt ist, dass ich einfach beobachte, dass Abschiebungen menschenrechtswidrig vonstatten gehen. Und ich glaube, das würde sich jetzt auch prinzipiell nicht ändern, wenn man ein zentralisiertes System hat. Also weil bei den allermeisten Abschiebungen, wenn man das zentralisieren würde, als zum Beispiel gesagt wird, der Bund soll das machen, dann ist die Bundespolizei vor allen Dingen involviert. Das ist sie sowieso heute schon bei Abschiebungen. Und wir hatten in den 90er Jahren die Fälle, wo auch Menschen zu Tode gekommen sind infolge von Abschiebungen, hatten dann die Einrichtung der Abschiebebeobachtung am Frankfurter Flughafen. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, was sich substanziell ändern würde, wenn man das jetzt zentralisiert. Dann sage ich es dir gern. Gerne. Also, wir haben viel zu dem Thema Rückkehrpolitik und Abschiebungen geforscht und ein großes Problem, viele Probleme gibt es dabei, aber ein großes Problem, was wir eben sehen, ist, dass die Entscheidung über, also die Verantwortung für Abschiebung und Rückkehrpolitik liegt ja bei den Ländern und eben nicht beim Bund. So. Und die Länder wiederum geben dann die Verantwortung teilweise ab an die Ausländerbehörden, die teilweise auf zentralisierter Ebene in den Ländern sind und teilweise auf kommunaler Ebene. So. Das heißt, eigentlich wird die Verantwortung so ins kleinste Glied runtergedrückt. Der Effekt davon ist, dass die Ausländerbehörden die sind, die dafür zuständig sind, eine Abschiebung anzuordnen. So. Das heißt, dass es einige Ausländerbehörden gibt, die das relativ häufig tun und wo vielleicht die Hürde ein bisschen geringer ist und andere Ausländerbehörden, die das weniger häufig tun. Wir sehen auch, dass einige Bundesländer Abschiebungen sehr stark forcieren und deswegen auch ihre Ausländerbehörden anweisen, das häufig anzuordnen, wenn es möglich ist, und andere Bundesländer, wo das politisch eben überhaupt nicht gewollt ist. Das heißt, wir haben in Deutschland zurzeit ein Abschiebesystem, wo die Entscheidung über, ob eine Person abgeschoben wird oder nicht, gar nicht so sehr daran hängt, was das für ein Fall ist, ja, was diese Person vielleicht gemacht hat, wo sie herkommt und so weiter, sondern es liegt tatsächlich primär daran, wo diese Person ist in Deutschland. Das heißt, wir haben ein wahnsinnig ungleiches System, wo dann so eine absurde Fallkonstellation kommt, dass eben der gut integrierte Bäckerlehrling in der einen Kommune eben abgeschoben wird, hingegen der Straftäter in der anderen Kommune oder im anderen Bundesland dann verweilen kann. Und daher, deswegen sagen wir, zur Zeit, wie wir Abschiebungen machen, ist es uneinheitlich und unfair und deswegen auch unmenschlich. Und da sagen wir, was da helfen könnte, wäre eine zentralisiertere Durchführung von Abschiebungen, um sicherzustellen, dass ähnlich gelagerte Fälle, ob sie in Bremen sind oder in Bayern, auch ähnlich gehandhabt werden. Denn das ist ein großes Problem, was wir sehen und wo man ganz praktisch drangehen könnte und sagen könnte, dann lass uns doch andere Leute, also lass andere Leute diese Entscheidungen fällen. Und die Ausländerbehörden sagen uns teilweise auch in den Interviews, ja, das wäre doch super. Wir haben nämlich zurzeit ein absurdes System, wo der Bund, nämlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, die Entscheidung fällt, ob jemand Asyl kriegt oder nicht. Aber die Entscheidung dann zu vollziehen, ob die Person bleiben kann oder nicht, das liegt dann wieder bei der Ausländerbehörde. Und das ist doch schräg. So. Und ein Punkt zu Menschenrechtsverletzungen. Es kann natürlich bei Abschiebungen zu Menschenrechtsverletzungen führen. Ja, aber es ist ja einer der wichtigen Punkte, wenn wir über Abschiebungen sprechen wollen, dann müssen wir verstehen, wie es funktioniert. Ne? Dann sag mir doch mal, was für Menschenrechtsverletzungen siehst du denn? Weil es gibt natürlich das Problem, dass bei Abschiebungen es auch zu Rechtsverletzungen kommen kann, vor allem wenn das sogenannte Hilfsmittel der körperlichen Gewalt angewandt wird, wie es genannt wird. Aber dann sag mir doch mal, gib mir mal ein paar Beispiele oder ein bisschen eine bessere Idee, was genau du da kritisierst. Wir haben immer wieder Fälle, dass Menschen abgeschoben werden, wo es eigentlich Abschiebehindernisse gibt und die Ausländerbehörde die beispielsweise nicht geprüft hat. Und das wäre in deinem System auch nicht gesichert, dass das nicht passiert. Also wer würde das denn machen? Also man bräuchte ja eigentlich, ich weiß nicht, du kannst mir erklären, wie du es dir vorstellst. Ja, aber das BAMF hat auch eine, also beim BAMF, das hat auch keine einheitliche Entscheidungspraxis. Das BAMF hat Außenstellen in jedem Bundesland. Es ist total die Lotterie, bei welcher Außenstelle man landet. Ob man jetzt in Hessen ist oder in Bremen oder in Berlin, das ist total die Lotterie. Das kriegst du doch nicht gelöst, dadurch, dass du zentralisierst. Also bei der zentralisierten Asylbehörde habe ich aus meiner Praxis so eine Spannbreite von Entscheidungen zu gleichgelagerten Fällen gesehen. Also das hat überhaupt nichts geholfen. Ja, klar, solange du immer mehrere hundert oder tausend Menschen hast, die eben innerhalb eines Systems Entscheidungen fällen, wirst du Unterschiede haben. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ein zentralisiertes System, wir haben ja kein Computersystem, es sind immer noch Menschen, die diese Entscheidungen fällen. Aber gerade der Punkt Bundespolizei, wenn die Bundespolizei zuständig ist für die Abschiebung, und zwar nicht nur ab Flughafen, zurzeit ist es nämlich so, das wissen ja auch viele Leute nicht, ne? Die Bundespolizei, die wird vorbereitet auf Abschiebetransporte, also die haben ein extra Training, was übrigens unter dem Motto steht, keine Abschiebung um jeden Preis. Ja? Aber die Bundespolizei übernimmt überhaupt erst ab Flughafen.
die Abholung in den Unterbringungen und zu Hause, die wird gemacht von völlig unterschiedlichen Akteuren, von Landespolizeien, von zentralen Ausländerbehörden, von speziell dafür hergestellten Vollzugsbehörden in einigen Bundesländern. Also auch hier wieder ein total absurder Mix von Zuständigkeiten, die dann diese Abholung durchführen und dann erst am Flughafen an die Bundespolizei übergeben. Und diese Akteure werden auch völlig unterschiedlich darauf vorbereitet, auf diesen menschlich und politisch sehr sensiblen Bereich. Die kriegen nicht notwendigerweise ein Training, was dem vergleichbar wäre, was bei der Bundespolizei gegeben wird. So, und einige jetzt muss ich ganz teilnehmen. Kurz doch mal einen Cut machen. Weil und deswegen brauchen wir sowas. Genau, jetzt ist das der Punkt, wir sind noch im Fragenhagel. Und jetzt müssen wir das kurz freezen und später daran weitermachen, weil sonst seid ihr in einem Einzelthema, das wir noch vertiefen wollen. Aber ich gehe nochmal zurück zu zwei Fragen, die wir noch haben und dann runden wir das ab. Welche Art von Migrationsabkommen brauchen wir denn oder brauchen wir keine? Wir brauchen auf jeden Fall Migrationsabkommen, weil wir mit Ländern auch außerhalb Europas, weil es ja völlig logisch ist, dass ein internationales und globale Herausforderung nicht gelöst werden kann ohne unsere Nachbarländer. Deswegen brauchen wir die. Ich mache es ganz kurz. Gut. Und du, was findest du? Brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Ich finde es wunderbar, wenn Deutschland sich in der Welt engagiert und anfängt, auf Augenhöhe, ja, tatsächlich mal auch mit Staaten zu kooperieren. Aber mir ist kein Migrationsabkommen bekannt, was funktioniert hätte. Ja? Also, die Türkei hat den Schutz von Syrien. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein totaler Mythos. Das ist ein totaler Mythos. Der EU-Türkei-Deal hat nie funktioniert. Zahlen sind runtergegangen, Syrer haben einen legalen Status bekommen in der Türkei, Syrer haben über internationale Organisationen und deutsche und europäische Gelder dort Unterstützung bekommen, haben Recht bekommen, in den Arbeitsmarkt reinzugehen. Das wäre alles nicht passiert, also, wenn sie den Deal nicht gegeben hätten. Ich will dir da ganz massiv widersprechen. Es gab festgestellte Abschiebungen aus der Türkei nach Syrien, völkerrechtswidrig. Ein Teil des Deals, den damals Gerald Knaus und die ganzen Leute vorbereitet haben, ein Teil des Deals war, ja, wir nehmen Leute aus der Türkei, Syrerinnen und Syrer, die kommen nach Europa und dann werden Leute abgeschoben von den Inseln in die Türkei. Diese Rückschiebungen, die dir haben sozusagen wichtig sind, die haben nie stattgefunden seit 2020. Die waren mir aber auch gar nicht wichtig. Die waren mir aber nicht wichtig. Ja, leg mir aber, das nicht im Mund. Du hast ja gerade über Abschiebungen geredet und das wäre dann, du hast ja gesagt, aus beides muss zusammenkommen. Nicht aus der Türkei. Du hast ja gesagt, beides muss zusammenkommen. Es gab nie im großen Maße Rückschiebungen von den Inseln in die Türkei. Seit 2020 gibt es gar keine Abschiebungen mehr. Und was war das Ergebnis des EU-Türkei-Deals? Freiluftgefängnisse auf den griechischen Inseln mit Moria, mit Karatepe, unwürdigste Zustände. Gab es die vorher schon? In der Form nicht, nein. So, ihr habt meine letzte Frage quasi indirekt mit beantwortet, denn sie wäre gewesen, europäische Migrationspolitik nach dem Asylkompromiss ein gutes Zeichen, weil es Einigkeit gibt oder nicht. Oder demokratiegefährdend. Und das wäre jetzt der Überbau gewesen. Ich lasse euch, wir gehen aber jetzt rein, weil ich halte mal fest für mich, was ich bei euch heraushöre. Es gibt für dich so diesen deutschen Kontext, zentralisiert verstehe ich unter, ich sage jetzt mal eine schönere, bessere, kontrollierte, menschenrechtskonforme Abschiebung, die kein Mix ist aus verschiedenen Gewerken, die schlecht zusammenarbeiten, länderbezogen. Das würde die Lage für die Menschen verbessern und vor allem nachvollziehbar machen. Abschiebung wäre nachvollziehbar, vielleicht für eine Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft. Und du hinterfragst sozusagen grundsätzlich, ob so ein menschenrechtsbasierter Ansatz überhaupt in einer Abschiebepolitik stecken kann, weil sie das bisher nie getan hat. Und dann habt ihr sozusagen, jetzt war die letzte Frage, nach außen zu gucken und auf Deals zu gucken. Und hier war der Unterschied, du hast die Deals oder die Formen im Ausland kritisiert, also was in der Türkei passiert ist. Und du hast die Praxis gelobt, die in Deutschland vollzogen wurde und nicht über die Türkei gesprochen. Jetzt wird es interessant, also ihr merkt sozusagen, an welchem Ort befinden wir uns denn, wenn wir sprechen. Und so kommen wir also erstmal zu Themenblock 1, wir bleiben erstmal kurz in Deutschland. Und dann hangeln wir uns sozusagen zu den Außengrenzen vor. Und im Fragenhagel war ja dieser Rückblick in die 90er Jahre, in die 2015er, ihr habt es jetzt deutlich gemacht, es hat sich europäisiert, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, europäisiert, du hattest gesagt, es sind mehr Themen dazugekommen, es ist größer geworden, aber auch härter. So, wenn wir jetzt also zurückgucken und uns an einen Spiegeltitel beispielsweise erinnern, der das Boot ist voll titelte, dann könnte
könnte man sagen, wenn ein Titel jetzt lautet, schaffen wir das nochmal, dann wäre das tatsächlich eine Veränderung, weil es da um ein nochmal schaffen, also positiv gelesen, ginge. 1992 wurde aber auch ein Asylkompromiss geschlossen und jetzt gibt es den wieder. Und vielleicht könnt ihr hier mal schauen, es gibt einen Diskurs, der sagt, dieser Asylkompromiss der 90er ist ein Vorbild. Wie deutet ihr das? Ist das, was wir jetzt haben, baut das darauf auf, im Negativen oder im Positiven? Jetzt könnt ihr, Bühne frei. Ich mache es einfach ganz kurz. Ich glaube, wir hören ganz oft, vor allem von konservativen Parteien, damals haben wir den Asylkompromiss geschlossen und dann hat sich das Problem reduziert, die Zahlen der Asylsuchenden sind nach unten gegangen. Und deswegen brauchen wir den jetzt auch wieder. Und das sehe ich als hochproblematisch an, weil in den 90er Jahren wir auch noch zwei wichtige andere Faktoren hatten, die, glaube ich, viel wichtiger waren beim Sinken der Asylzahlen. Das eine war, wir hatten eine teilweise Befriedung auf dem Balkan, also wir hatten die Möglichkeit, zurückzukehren in die Krisenregionen, wo viele Menschen hergekommen waren. Und das andere war, wir hatten eine beginnende Rezession, die deswegen natürlich auch Deutschland nochmal unattraktiver gemacht hat. Und diese beiden Faktoren, die haben wir eben nicht, weil die Hauptherkunftsländer von Ankommenden jetzt, von Asylsuchenden jetzt, sind Syrien, Türkei, Afghanistan, Irak, Iran. Das sind viele Konflikte, wo wir nicht davon ausgehen können, dass die schnell beendet sind. Und selbst wenn sie schnell beendet sind, wo nicht eine, wo nicht der Wiederaufbau so schnell und so finanziell gestützt vonstatten gehen wird. Deswegen, das wird nicht passieren. Und wer sich eine wirtschaftliche Rezession wünscht, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also das wird hoffentlich nicht passieren, aber vielleicht passiert es auch. Also ich kann total zustimmen, Victoria, dass du total gut den Blick geweitet hast. Was sind eigentlich andere Faktoren, die damit reinspielen? Wir diskutieren über diese Themen immer sehr dann verengt auf Migrationspolitik, obwohl die Migrationspolitik ja ein Teil ist von ganz vielen Politikfeldern, die auch Einfluss haben auf die Migrationspolitik. Was wir, glaube ich, gerade sehen auf der europäischen, aber du wolltest eigentlich in der Innenpolitik bleiben, aber du hast ja schon gemeint, was ist sozusagen der Hintergrund? Die Idee ist ja schon, ganz viele auch Elemente des Asylkompromisses der 90er jetzt zu europäisieren. Und der Asylkompromiss der 90er hatte vor allen Dingen, und ich glaube, das war natürlich auch eine krasse Zäsur, weil das Asylrecht war auch ein Teil der Aufarbeitung der Vergangenheit. War sozusagen auch geboren aus der Idee, was ist eigentlich passiert im Zweiten Weltkrieg. Wie ist mit Flüchtlingen umgegangen? Und die Idee war schon zu sagen, Flüchtlinge sollen die Möglichkeit haben, auch individuelle Rechte zu haben, die sie auch gegen Staaten durchsetzen können. Weil im Zweiten Weltkrieg haben wir gesehen, dass Menschen an allen Grenzen hin und her geschoben wurden und keinen Zugang bekommen haben. Ja, da hat die Weltgemeinschaft versagt bei der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge. Und das war eine der großen Ideen. Ja, man macht ein individuelles Recht auf Asyl. Und was wir sehen können, dass dieser historischen Errungenschaft, die wir einmal gehabt haben, jetzt politisch immer wieder versucht wird zu entweichen. Also man versucht immer die Zuständigkeit wegzuschieben. Ja, in den 90ern hat man das dann mit dieser Drittstaatenlösung gemacht. Alle europäischen Staaten sind Drittstaaten, das Problem wird weggelagert. Dann hat man in den 2000er Jahren über Deutschland versucht, über die EU-Verhandlungen, das an die Außengrenzenstaaten der EU zu schieben und jetzt macht man es halt noch weiter in die Drittstaaten. Ja, aber es ist immer sozusagen der Versuch, Verantwortung abzuschieben. Und das, finde ich, ist keine gute Basis für eine pragmatische Politik. Wie würdest du das denn sehen? Würdest du auch sagen, es ist eine Verschiebepolitik oder wie würdest du es beschreiben? Ja, ich würde zustimmen, dass eben die Frage mittlerweile sich stellt, wer hat denn eigentlich die Verantwortung? Mhm. Wer hat welche Verantwortung? Und wir hatten eben lange, man kann natürlich argumentieren, wir haben diese Verantwortung, weil sobald die Menschen nach Europa kommen, in dem Moment, wo sie den Boden berühren, sind sie unsere Verantwortung, weil wir uns diese Gesetze so gegeben haben, ne, auch aus der Historie. Man kann aber auch argumentieren, ja, aber ist das denn eigentlich sinnvoll? Ist das sinnvoll, dass die Verantwortungsteilung so aussieht oder kann man auch mit neuen Konzepten der Verantwortungsteilung operieren, die vielleicht ein bisschen besser angepasst sind an die Bedingungen, die wir heute 70 Jahre später haben? Ne, insbesondere dadurch, dass Reise sich ja völlig geändert hat. Also ich glaube, man kann natürlich argumentieren, dass das Flüchtlingsrecht, was wir haben, das Asylsystem, was wir haben, alles am Ende ein Resultat ist aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs. Aber natürlich hat niemand damals voraussehen können, wie sich die internationalen Krisen verändern würden und wie hoch auch der Druck auf Europa und auch auf andere Zielländer weltweit werden würde. Und dann muss man natürlich fragen, ist das so noch zeitgemäß oder müssen wir es irgendwie anpassen? Und dann gibt es Positionen und die sind ja legitim zu sagen, nein, auf gar keinen Fall nichts anpassen, weil das ist die Errungenschaft überhaupt.
Aber gleichzeitig sehe ich, diese Errungenschaft, die gibt es auch nur noch auf dem Papier. Die leben wir doch eh nicht mehr. Ja? Dann finde ich es ehrlicher zu sagen, in Anbetracht dessen, dass unser Recht sowieso an unseren Außengrenzen mit Füßen getreten wird und sowieso keiner mehr bereit ist, Flüchtlinge im großen Umfang aufzunehmen, dann sollten wir mal unsere Rechtsprechung unser Recht anpassen und überlegen, können wir dem wieder einen realistischen Unterboden einziehen, sodass dann das Recht auch eingefordert werden kann. Aber man muss doch, ich glaube, die Realität spricht doch gar nicht für das, was du gerade gesagt hast. Also die Realität ist doch, dass ganz viele Menschen hier in Europa auch ankommen, aber nur, weil sie individuelle Rechte haben, weil sie nicht davon abhängig sind, dass Staaten einfach so entscheiden können, ob Leute reingelassen werden oder nicht. Wenn man das Individualrecht auf Asyl oder was sich eben auch aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergibt, das Non-Refoulement-Verbot schleift oder was die Briten wollen, wir steigen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aus, ja, dann könnte Griechenland sofort sagen, wir machen alles zu und lassen niemand rein und niemand kann dagegen klagen. In Spanien genauso, in Italien genauso. Ja, wir hätten also eine Legitimierung für eine Politik der Entrechtung und der Abweisung und es ist doch überhaupt nicht realistisch zu sagen, dass aktuell diese Staaten von sich aus bereit wären, irgendjemandem Schutz zu geben. Aber wir haben ja jetzt auch eine Politik der Entrechtung und der Abweisung, nämlich der Entrechtung und der Abweisung all derer, die eben nicht stark genug sind, es an unsere Grenzen zu schaffen. Okay, aber lasst uns... Frauen und Kinder. Ja. Ja, also wenn wir darüber reden, so wen wollen wir denn wirklich schützen? Wer braucht den Schutz denn am meisten? Wenn wir rein auf Menschenrechte gucken, dann müssen wir auch sagen, ja, wird das denn vom momentanen System gestützt? Und das würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Also das ist aber eine Debatte, die hat mit dem Recht nicht so viel zu tun, weil du gehst jetzt zur Schutzbedürftigkeit. Ja, Frauen und Kinder sind besonders schutzbedürftige Gruppen, ja. Aber auch Männer haben individuelle Rechte, genau, wenn sie politisch verfolgt sind, wenn sie rassistisch verfolgt sind, wenn sie religiös verfolgt sind. Ja? Und da hat die Genfer Flüchtlingskonvention Kategorien. Ja? Und da geht es nicht um Schutzbedürftigkeit im Sinne von der Vulnerabilität, sondern da geht es um das individuelle Recht, was ich habe, wegen einem Verfolgungsgrund. Ich möchte noch kurz mal eine Klärung reinbringen, die ich brauche, damit vielleicht braucht sie auch das Publikum. Ihr seid schnell. Genau, aber vor allem versuche ich, mich durchzuhangeln unter die vielen Begriffe. Wir waren jetzt bei individuellem Asylrecht und wir haben eine Debatte, die geht darum, ob dieses individuelle Asylrecht ausgehebelt wird. Wir haben Konzepte, ich hatte ja vorhin gesagt, symbolpolitisches von konstruktiven Ansätzen trennen. Du hattest gerade für konstruktives Neudenken, ich habe es für mich aufgeschrieben, Reform und den Krisen, die wir haben, angepasst. Was kann man da ändern, was menschenrechtsbasiert bleibt? Du hattest angesprochen, das, was wir sehen und das, was ja auf symbolpolitischer Ebene auch passiert, ist eine Aushöhlung des individuellen Asylrechts mit tatsächlich so Forderungen auszutreten aus europäischer Gesetzgebung etc. Also beispielsweise das individuelle Asylrecht abzugeben, würde eigentlich auch bedeuten, aus der EU austreten zu müssen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Was wäre denn ein angemessenes System, wenn wir aus einer deutschen Perspektive schauen, die sagt, wir möchten regulieren, weil das ist ja die Fragestellung, aufgrund der alle Politiken laufen, weil eben diese Rückführung in Länder nicht mehr funktioniert, weil die Kriege und die Krisen bleiben etc. Welche Form des Asylrechts bräuchte es denn, dass dieses individuelle Recht nicht aushebelt? Ich spreche langsam. Ich glaube, dass das individuelle Asylrecht beibehalten werden sollte, aber ergänzt werden sollte durch die Möglichkeit der Antragstellung von Asyl aus dem Ausland, aus Botschaften heraus, also humanitäre Visa. Das haben wir, also ich und 23 weitere Experten, auch gefordert im Zuge der sogenannten Fachkommission Fluchtursachen. Die Regierung hatte uns vor ein paar Jahren darum gebeten, dass wir Vorschläge erarbeiten, wie Deutschland sich in dem Bereich besser aufstellen kann. Und das war eins unserer Beispiele und einer unserer Vorschläge, dass wir gesagt haben, wir sollten das ergänzen und eben nicht dieses Rennen zur europäischen Grenze als den einzig möglichen Weg zum Asylsuchen weiter zu befördern, sondern stattdessen eben diese Alternative geben. Also eine Erweiterung? Also ich glaube, diese Erweiterung führt dann faktisch dazu, dass man nur noch darauf pochen möchte, dass die Leute in den deutschen Botschaften außerhalb von Europa Asylanträge stellen. Ich glaube, es wäre die Konsequenz und da habe ich ganz massive rechtsstaatliche Bedenken. Wenn wir uns angucken, wenn Menschen hier in Deutschland sind und die durchlaufen das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann bekommen ganz viele Menschen eine ablehnende Entscheidung. Und in fast 50% aller Fälle bekommen die dann vor Gericht recht, dass die Behörde falsch entschieden hat. Ja?
und dass der Bescheid aufgehoben wird und dass die einen Schutzstatus bekommen. Stellen Sie sich mal vor, eine deutsche Baubehörde würde in 50% aller Fälle falsch entscheiden. Da hätten wir aber die Springerpresse sofort, dass hier das Grundheim der Oma etc. der Bauantrag nicht genehmigt wird. Und da hätten wir eine riesige Debatte über Durchsetzung des Rechts. Ja, in dem Fall, wo wir eine besonders schutzbedürftige Gruppe haben, haben wir keine Debatte darüber. Was wäre jetzt die Konsequenz, wenn man Asylanträge über die deutschen Botschaften macht? Dass die Menschen hier gegen die Behörde nochmal Schutz bekommen, hängt damit zusammen, dass sie Unterstützer haben aus der Zivilgesellschaft, dass sie Anwältinnen haben, die sie vertreten. Das alles gibt es nicht in der deutschen Botschaft in Beirut, das alles gibt es nicht in der deutschen Botschaft in Rabat. Ja, das heißt, in dem System würden ganz viele Leute, die tatsächlich schutzbedürftig sind, aus dem Raster fallen. Genau, und dafür würden aber auch ganz viele Leute, die eben nicht schutzbedürftig sind und hier jahrelang nämlich aber auch Ressourcen nutzen, die eigentlich Schutzbedürftige brauchen, ne? Dann würden ja diese Ressourcen wieder frei werden. Und ich finde interessant den ersten Punkt, den ersten Punkt, den du gemacht hast. Das war ja das Slippery Slope Argument. Du hast gemeint, oh, aber wenn wir das machen, dann führt es bestimmt dazu das. Und das ist ja einfach nur eine Annahme von dir. Also ja, ich gucke mir die Welt an aktuell, ja, wie Politik sich aktuell aufstellt. Ja, aber das allererste, was ja passieren kann, ist, wenn ich einen Asylantrag stellen kann in einer Botschaft, dann ist das der allererste Effekt, den ich habe, dass plötzlich Menschen einen Asylantrag stellen können, die nicht diese Reise machen können. Und dann habe ich ganz automatisch ausgeweitet, wer alles überhaupt mal die Chance darauf kriegt, dass der Fall geprüft wird. Und da sind Junge und Alte und Frauen und so weiter dabei. Und ich finde, wenn du dann sagst, nee, also mit sowas fangen wir gar nicht erst an, weil wenn die Leute abgelehnt werden, dann könnte es ja dazu führen, dass die dann weniger Rechte haben, als wenn sie in Deutschland wären und 5 Unterstützer hier hätten. Also das finde ich dann ein bisschen scheps, wenn ich eine Kosten-Nutzen-Rechnung mache, weißt du, zu sagen, die Kosten für diese Menschen, die dann abgelehnt worden sind, diese Kosten sind mir zu hoch, dass ich keinen Nutzen kreieren will für all diese Menschen, die dann einen Antrag stellen dieses können. Dieses Modell, das gibt es ja auch teilweise schon. Spanien macht das teilweise, ja? Spanien macht das teilweise, dass Möglichkeiten gegeben werden. Ja, aber was ist bei Spanien? Die Leute kommen nicht zu dieser Botschaft. Ja, und warum? Zum Beispiel in Marokko gibt es durch die marokkanische Polizei Racial Profiling. Rassistische Polizeikontrollen gegenüber subsaharischen Flüchtlingen wurde diverse Male festgestellt von der Europäischen Menschenrechtskommissarin. Die haben gar keine Möglichkeit, zu dieser Botschaft zu kommen. Die werden weggefischt vorher. Genau, dein Argument ist, Mensch, die Leute haben überhaupt nicht anständigen Zugang. Und ich sage, ja genau, aber im Moment ist es ja so, dass die Leute noch viel weniger Zugang haben. Ja, jetzt mache ich mal kurz ein. Da geht es auch um Botschaften. So, die kommen nicht zu der Botschaft. So, jetzt mache ich mal einen kurzen Cut, weil wir sind doch schon wieder außerhalb, aber ich fasse das mal ein bisschen für mich zusammen. Aber wir sprechen langsamer, oder? Aber immer noch nicht. Nee, aber man kommt schon mit. Ich glaube, dass der Punkt bei euch beiden, den ich herauslese, sind die Ebenen. Du bist in einem sehr funktionalen Raum unterwegs und sprichst sozusagen über Systemisches. Ich habe es mir jetzt als Sortieren notiert. Wie sind Zugänge zu sortieren? Menschen, wie kann man sie sozusagen einsortieren, weil es kein Sortierungssystem im Moment gibt? Und du hinterfragst eine Behördenproblematik, die in dem Sinne sich stellt, wie ist eine Behörde ausgestattet, ist sie gebiased, wer sind die Menschen, die dort arbeiten, mit was sind sie ausgestattet, mit welcher Agenda gehen sie vor. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Jetzt haben wir gehört, was ihr euch wünscht. Du wünschst dir sozusagen ein Doppelsystem, du hinterfragst dieses Doppelsystem. Jetzt gucken wir aber nochmal, weil wir noch in Deutschland sind, meine letzte Runde auf die Kommunen. Denn das, was Menschen draußen erleben, ist eine große Debatte über die ganz unten. Also da, wo die Menschen, die durch wie auch immer sie hierher kommen, eben landen. Und wir haben nun mal die höchsten Zahlen seit 1949. Wir haben, und das habe ich vorhin auch gesagt, 8 von 10 sind ukrainische Geflüchtete, also Menschen, die mit anderen Zugängen, also wenn wir über das Sortieren sprechen, gekommen sind und knapp 244.000 aus unterschiedlichen anderen Ländern. Ihr habt den Mix beschrieben, ihr habt die Größe an Diversität beschrieben. Das ist eine große Herausforderung für Kommunen und dort verspürt man eine Aufnahmemüdigkeit sehr unterschiedlicher Art. Es gibt eine Studie von der Universität Münster, die eine Umfrage gemacht hat bei mehreren Kommunen, wo deutlich wird, dass in dieser Umfrage nur 60% der Kommunen eigentlich sagen, wir sind voll ausgelastet. Das heißt, man könnte auch fragen, ist das ein gebiasedes Bild? Wie schlimm ist es wirklich? Manche Kommunen haben aus 2015 gelernt, andere hatten die Möglichkeiten nicht. Wenn wir jetzt also auf die
auf die realen Bedingungen vor Ort schauen, die ihr seht, die aus dieser Politik münden, die wir in der Vergangenheit schon haben. Wo liegt da der Fehler? In der Kommunikation, aber auch im Umgang mit diesem Trickle-Down-Effekt sozusagen bei den Menschen vor Ort? Also ich würde sagen, wir haben ja erst jetzt bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz die Debatte überhaupt gehabt, wie schaffen wir es eine nachhaltige Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme in den Kommunen. Dass man also nicht so sagt, wir geben mal dieses Jahr 1 Milliarde und dann nochmal 2 Milliarden, sondern pro Kopf. Eine Kommune bekommt einen festen Sockelbetrag pro Kopf. Erst dieses Jahr, ja, wurde darüber überhaupt diskutiert und das jetzt von der MPK, von der Ministerpräsidentenkonferenz gefordert. Das ist eine der wenigen positiveren Sachen, die ich der aktuellen politischen Diskussion abgewinnen kann, dass man da mal gesagt hat, wir schaffen auch mal die finanziellen Bedingungen für ein nachhaltigeres Aufnahmesystem, was nicht immer abhängig ist von jeweiligen Haushaltslagen, sondern wir machen das jetzt mal fest. Eine der wenigen Bedingungen, was, glaube ich, auch Kommunen bei der Planbarkeit helfen würde. Man muss aber auch sagen, wenn man sich die Geschichte des Asylrechts anschaut, auch schon in den 60ern, 70ern, 80ern haben Kommunen gesagt, sie sind überlastet. Und das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber es war natürlich schon immer so, dass die kommunale Infrastruktur in Deutschland insgesamt, ja, hat die sich in den 90ern noch verschlechtert, durch Neoliberalisierung und Privatisierung und Austeritätspolitik, aber sie war in Bezug auf die Flüchtlingsaufnahme schon immer auch prekär. Ja, wir haben überhaupt erst seit den 70er Jahren eine bundesweite Flüchtlingsverteilung. Ja, ganz früher war das nur bei Bayern. Das heißt, man hätte sich schon viel, viel länger, und das meine ich, immer wenn man darüber redet, wir schieben die Verantwortung weg, dann macht man sich keine Gedanken, was machen wir denn, wenn die Menschen wirklich da sind. Und die Menschen kommen ja, ja, sie sind da. Und wir haben die letzten 8 Jahre einfach verschlafen, weil Mietverträge, habe ich auch in diesem Hessenschau-Beitrag gesagt, gekündigt worden sind von Unterkünften, Sozialarbeiterinnen wurden wieder entlassen. Und der letzte Punkt, den ich machen will, es ist auch, wir produzieren auch in Europa so ein Problem, dass sich in bestimmten Staaten Geflüchtete auch ballen. Es gibt ganz viele Geflüchtete in Deutschland, die wollen gar nicht in Deutschland sein. Das ist so eine deutsche Hybris, ja, dass alle nach Deutschland kommen wollen, das stimmt gar nicht. Ganz viele subsaharische Flüchtlinge, die Französisch sprechen, die wollen nach Frankreich, kommen da nicht hin wegen Grenzkontrollen an der französischen Grenze. Ganz viele Flüchtlinge, die aus den ehemaligen britischen Kolonialstaaten kommen, Pakistan beispielsweise etc., die wollen nach Großbritannien, die kommen da nicht hin, weil es da im Ärmelkanal jetzt diese großen Pushbacks gibt, ja, von der britischen Regierung. Also es gibt auch ganz viele Leute, die durch das aktuelle Zuständigkeitssystem der EU auch festgesetzt werden an bestimmten Orten, obwohl die da gar nicht sein wollen. Hast du dazu Daten? Also diese Idee, diese armen Subsahara-Afrikaner, die nicht in der Lage sind, aus Deutschland nach Frankreich zu gehen? Also es gibt Daten beispielsweise von meiner Kollegin Heaven Crawley, die Leute interviewt hatte, die auf den griechischen Inseln angekommen sind und gefragt haben, wo wollt ihr eigentlich hin? Und da haben insbesondere diese Flüchtlingsgruppen jetzt nicht unbedingt Deutschland genannt. Ja, ganz viele hatten überhaupt gar keine Vorstellung, wo will ich hin? Ja, ist auch nicht so, als ob alle sofort wissen, ich will in dieses Zielland. Ganz viele sagen, ich komme erstmal in Europa an und guck da mal weiter. Aber viele haben auch gesagt, wegen der Sprache will ich dahin. Ja, dass natürlich auch viele nach Deutschland kommen wollen, hat etwas damit zu tun. Du hast die Fluchtländer ja benannt. Syrien, Irak, Afghanistan, wir haben einfach sehr große Communities in Deutschland von diesen Flüchtlingsgruppen und aus den Gruppen wollen natürlich auch viele nach Deutschland. Ja, aber ich glaube, aus ganz vielen anderen Gruppen ist das nicht unbedingt der Fall. Genau, da stimme ich dir voll zu. Ja. Nur das sind eben die, die kommen dann in Europa an und sagen dann, oh, wohin will ich denn mal gucken, eigentlich nach Frankreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass außerhalb des anekdotischen Evidenz es viele Leute gibt, die sagen, Mensch, jetzt sitze ich aber in Deutschland fest und komme nicht nach Frankreich. Also die Aussage gibt schon Leute, die haben Familie, die sehr vorsichtig sind. Naja, wir können es ja sehen, es gibt auch Leute, die haben Familienangehörige in Frankreich. Die würden da gerne hin, die hätten sogar einen Rechtsanspruch darauf, da umverteilt zu werden und schaffen es nicht, ja. Weil dann das Innenministerium beispielsweise ablehnt. Oder in Griechenland wollen Leute dann umverteilt werden, nach Schweden, ja, oder nach Spanien, weil da schon Familienangehörige sind. Die hätten eigentlich einen Rechtsanspruch nach europäischem Recht. Die werden nicht umverteilt. Ja? Aber es ist schön, was ihr macht. Sie werden nicht offiziell umverteilt, da stimme ich dir zu. Ja. Inoffiziell geht das natürlich. Es ist ein interessanter Punkt, den ihr gerade macht, weil ihr nämlich gerade quantitative Erhebung und qualitative Erhebung und Wissen miteinander spielt und tatsächlich aus einer Biografieforschung von Migration lassen sich andere Wissensstände erheben, als sozusagen, wenn man nur auf bestimmte Zahlen schaut. Und diese Gründe, wer wohin geht, dieses Wissen, ist ja auch ein großer Diskussionspunkt, wenn man sich auf kommunaler Ebene oder auf politischer Ebene eben anschaut, was könnten Gründe sein, um weniger Menschen anzuziehen, in Anführungszeichen, genauso wie du ja auch gesagt hast, dass man sich darauf einstellen muss, dass diese Zahl
in dieser Höhe bleiben wird, beziehungsweise kontinuierlich wachsen wird. Wir wissen, oder es ist jetzt schon deutlich geworden, nächstes Jahr werden die Zahlen wohl runtergehen, aber es braucht eine kontinuierliche Förderung. So wird das jetzt prognostiziert, vielleicht fühlen sich dann alle besser. Im Winter immer. Im Winter immer. Das ist eine der ganz fiesen Sachen, ne? Da reden wir nicht so oft öffentlich drüber, aber der Winter kommt bestimmt und die Zahlen gehen bestimmt runter. Genau. Das ist immer die Rettung für alle Politiker, sie müssen eigentlich nur bis zum Winter durchhalten. Jetzt gibt es aber so Argumentationen, die ja auch dann gerne auch da hineinschneiden und sagen, was könnten die Anreize vermindern? Wir hatten diese große Debatte, um Sozialleistungen für Geflüchtete zu reduzieren, den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern etc. Wenn ihr dieses, und weil du es angesprochen hattest, will ich euch gerne dazu fragen, du sprachst den Bund-Länder-Gipfel an, also da wurde entschieden, die Kommunen kriegen mehr Geld und da wurden so einige Dinge entschieden. Also ich sagte es, Sozialleistungen für Geflüchtete reduzieren, Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern, aber auch eben die Abschiebung zu beschleunigen und zu schauen, mit welchen Drittstaaten man Deals machen kann. Das war ein großes Maßnahmebündel, das ging bis 2 Uhr nachts. Was haltet ihr davon? Einen Punkt hast du gelobt, in Anführungszeichen, genau mehr Geld für die Kommunen. Ich glaube, da sind wir relativ uns einig tatsächlich mal. Also das Geld für die Kommunen, diese Pauschale von 7.500, die sehe ich als sinnvoll an. Aber das Gesamt, diese 10 Punkte insgesamt, da war einfach wahnsinnig viel mehr desselben drin. Also da waren jetzt nicht so viele neue Sachen drin und meine Gesamteinschätzung dieser 10 Punkte ist auch, die sind sinnvoll, da sind natürlich total sinnvolle Sachen drin. Welche? Aber findest du sinnvoll? Es ist selbstverständlich sinnvoll zu eruieren mit den Drittstaaten, welche Formen von Kooperation man eingehen kann. Es ist natürlich sinnvoll zu digitalisieren die Behörden. Ich glaube, das ist ja irgendwie relativ unstrittig eigentlich. Tausend Sachen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen drin, die sinnvoll wären. Aber wir setzen sie ja nicht um. Also das ist eigentlich das Problem bei der Migrationspolitik, dass eben sehr oft dasselbe gefordert wird, aber dann nicht umgesetzt wird. Ich nehme jetzt mal nur das Beispiel IT und Digitalisierung, weil das so besonders absurd war. Wir hatten also die große Ankündigung, das war der vierte Punkt, glaube ich, in diesem 10-Punkte-Plan. Mensch, Digitalisierung und Technologie und vor allem im BAMF, ja, und Personalausstattung. Eine Woche später, also 10 Tage später war das, kam die große Ankündigung, dass im BAMF jetzt an den IT-Projekten, an geplanten IT-Projekten, wo also schon Gelder geflossen sind, damit die aufgesetzt werden konnten, die werden jetzt einfach nicht finanziert. Ja, und das heißt, wir hatten wirklich diese völlig, es war so wirklich kafkaesk, diese Debatte, dass eben, das ist unser großes Ziel, sagt der Bundeskanzler, und eine Woche später kommt so diese kleine Erklärung und übrigens, jetzt muss das BAMF bei IT sparen. Ja? Und da sehe ich eigentlich den Hasen im Pfeffer. Also wir reden sehr viel über, was wollen wir sein, wer wollen wir sein, was ist ideologisch. Ne? Wir streiten uns hier über ja auch das große Ganze, aber am Ende scheitern tun wir eigentlich am klitzekleinen. Das ist unfair, das Beispiel wollte ich mir auch nehmen, mit der Haushaltskürzung, aber gut, nehme ich ein anderes Beispiel. Also du hast ja auch gesagt, hier Drittstaaten wurde als Prüfauftrag formuliert. Also diese Prüfaufträge, die haben wir nun irgendwie auch schon, weiß ich nicht, seit den 70ern. Also die dänische Regierung hat schon in den 70er Jahren zum ersten Mal den Vorstoß gemacht, Drittstaaten-Deals zu prüfen. Ein Politiker, der sich da ganz besonders hervorgetan hat in Deutschland, war Otto Schily, der sozialdemokratische Innenminister, der das ganz massiv vorangetrieben hat, der auch die Genfer Flüchtlingskonvention damals sehr stark in Frage gestellt hat. Also das haben wir eigentlich immer, die Debatte. Und da kommt man irgendwie auch nicht so richtig weiter. Und eine Woche nach der Ministerpräsidentenkonferenz gab es dann das Urteil vom UK Supreme Court, dass der Ruanda-Deal, den die britische Regierung machen wollte, nicht funktioniert, weil das ruandische Asylsystem defizitär ist, dass da nicht sozusagen verhindert werden kann, dass Menschen in andere Staaten abgeschoben werden kann. Das war ein ziemlich klares Urteil. Ja, es hat, das muss man fairerweise dazu sagen, nicht das Konzept sicherer Drittstaat prinzipiell in Frage gestellt, das nicht. Aber sie haben auch gesagt, müssen wir hier auch gar nicht machen in dem Verfahren, weil wir können jetzt nur auf diese konkrete Ruanda-Geschichte gucken und die geht auf jeden Fall gar nicht. Ja, mit sozusagen auch Wissen, was die Vereinten Nationen reingespielt hatten über das UN-Flüchtlingshilfswerk. Und ja, also ich finde das ja immer illuster, dass so viel über diese Drittstaatenabkommen geredet wird. Wie gesagt, wir haben einen Dissens beim EU-Türkei-Deal. Ich würde wirklich sagen, er hat nie funktioniert und er hat zu menschenrechtswidrigen Zuständen geführt. Tunesien aktuell, ja, die Zahlen werden niedriger, trotzdem
gibt es diverse Gründe, die ich nennen könnte, warum der problematisch ist, der Deal. Und mir fallen nicht so viele Staaten auf der Welt ein, ja, mit denen man das irgendwie menschenrechtskonform machen könnte. Darf ich da antworten? Weil mit denen wir das machen können, das ist ja ganz unterschiedliche Sachen. Ja? Also solche Drittstaatenvereinbarungen, die kann man ja völlig unterschiedlich stricken. Und die werden auch völlig unterschiedlich gestrickt. Und diese Ruanda, wir reden immer über das Ruanda-Modell und das ist ja nur ein Modell von ganz vielen. Zum Beispiel ein anderes Modell, haben Sie gehört von dem Italien-Albanien-Abkommen, was gerade bekannt gegeben wurde? Mal Hände hoch, irgendjemand davon gehört? Nein? Okay. Das ist ein wichtiges, weil das ist im Prinzip das Ruanda und also UK-Ruanda-Modell leicht abgewandelt. Nämlich bei Ruanda werden Asylsuchende nach Ruanda verbracht und die Verantwortung, und die Verantwortung für die Asylsuchenden, für deren Unterbringung und für das Asyl und fürs Asylverfahren hätte dann bei Ruanda gelegen. So, und Italien sagt jetzt, wir machen dasselbe, aber Albanien wird nicht zuständig für die Asylverfahren, sondern nur für die Unterbringung. Das heißt, wir bringen Menschen, die wir auf hoher See aufgreifen, ne, durch staatliche Seenotrettung, und anstatt die nach Italien anlegen zu lassen, wo wir dann verantwortlich sind, dafür sie unterzubringen und die Asylverfahren durchzuführen, bringen wir sie stattdessen nach Albanien in zwei Zentren, geschlossene Zentren übrigens, ja, also in Haft. Wir Italien behalten aber die Verantwortung, das Asylverfahren durchzuführen. Und das geht ja genau auf diesen Kritikpunkt des englischen Gerichts ein, dass nämlich das Asylverfahren in Ruanda eben nicht ausreichend ist. Und das kann man also, indem man dieses Modell einfach anders strickt, kann man dieses Problem auch ändern. Und genau deswegen. Darf ich dagegen argumentieren? Bitte, ich erwarte nichts anderes von dir. Aber ich will einfach nur sagen, es gibt, und das sind ja jetzt auch nur zwei Modelle, wo man eben sagt, so Verantwortung wird so und so verlagert. Man kann da wirklich, da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Ja? Also man kann da wirklich sehr viele unterschiedliche Modelle sich denken. Und Drittstaat-Migrationsabkommen sind auch wirklich so divers wie die Länder, die die schließen. Also es gibt da nicht dieses eine Modell, was man dann woanders kopieren muss. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn in unserer Diskussion wir sagen, das ist schlecht. Wenn das alles so abgelehnt wird, weil es eben nicht darum geht, ist ein Abkommen an sich schlecht, sondern wie ist das Abkommen gestaltet? Und ich bin fest davon überzeugt, dass Abkommen so gestaltet werden können, dass sie menschenrechtlich konform sind und dass sie eine Verbesserung des Status quo darstellen. Wenn ich diesem Albanien-Deal was sagen darf, also das ist ja der Versuch. Also erstens mal zeigt sich bei diesem Versuch ja schon direkt, Meloni, die unter dem Hashtag Team Europa nach Tunesien gefahren ist, hat wohl selber gerade schon gemerkt, das klappt nicht so ganz gut mit dem Deal. Ansonsten wird sie den Vorschlag ja nicht machen. Ja, sie wartet nee, das ja ist nicht. Ja was völlig anderes, weil nee. Tunesien hat immer gesagt, nein, wir nehmen nicht die Leute, wir nehmen nicht die Asylbewerber, die es ohnehin schon nach Europa geschafft haben. Das hat Tunesien immer ganz klar gesagt, ja, aber Albanien hat gesagt, das machen wir. Stopp. Die Leute sind nicht in Europa, über die du redest. Die Leute, die in dieses albanische Camp kommen sollen, das sind die, die auf der Hohen See abgefangen werden. Genau. Außerhalb des europäischen Territoriums. Ja. Das ist ein Unterschied. Und zweitens... wollte Tunesien nicht. Ja, aber die italienische Regierung hat gesagt, wir werden dafür sorgen, dass bestimmte Personengruppen nicht in diese Lager kommen. Ein Beispiel... unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, weil das eine besonders vulnerable Gruppe ist nach der UN-Kinderrechtskonvention. Wie soll man denn auf einem Boot auf der Hohen See durch die italienische Küstenwache prüfen, ob jemand minderjährig ist oder nicht? Entschuldigung, das ist doch ein Totschlagargument, weil wie willst du es denn prüfen, wenn die Leute dann an Land sind? Na, auf genau dieselbe Art und Weise. Nein, natürlich nicht. Also jetzt kommen wir in das rechtsstaatliche Problem. Ja, und deswegen bin ich ganz froh, dass der Rechtsstaat ja den Fantasien auch Grenzen setzt. Ja, die Polizei darf nicht eine Alterseinschätzung machen. Ja, das macht zum Beispiel in Deutschland das Jugendamt und im Zweifelsfall das Familiengericht. Ja, nicht die Polizei, zum Glück nicht. Die haben überhaupt nicht die Kompetenz dafür. Ja, und deswegen müssten die aber im Endeffekt eine Entscheidung treffen auf diesem Boot, ist der jetzt minderjährig oder nicht. Dann kannst du es auch in Albanien, diese Entscheidung. Also du kannst entweder die Leute, die diese Entscheidung fällen. Sie sollen ja nicht dahin nach Albanien. Das hat die italienische Regierung eindeutig gesagt. Moment mal, Sekunde mal. Also wenn wir jetzt mal nicht hier uns in den technischen Details verlieren. Du sagst jetzt im Prinzip, das Problem ist, wir müssen doch identifizieren, wer sind denn hier die unbegleiteten Minderjährigen. Und dann sage ich, dann kannst du entweder die Leute, die diese Altersbestimmung durchführen können, die übrigens auch ziemlich komplex sind, ja, und wo es dann auch teilweise medizinische Verfahren reingeht, aber dann kannst du die natürlich, selbstverständlich,
entweder auch auf die Schiffe bringen oder du bringst sie an einen Anlandeplatz in Albanien. Weißt du, wie lange so Verfahren dauern bei der Alterseinschätzung? Dass man da, das kann man nicht einfach so machen. Das sind lange Gespräche, ja, die geführt werden zwischen Jugendamt und den Betroffenen. Und das dauert Tage. Wie willst du denn tagelang da mit dem Schiff da irgendwie rumschippern, um die Alterseinschätzung zu machen? Du kannst natürlich argumentieren, dann sollte man präventiv einfach alle, die irgendwie so bis zu unter 30, ja, dann bringen wir sie erstmal nach Italien und können dann... Und dann sind die da. Oder du kannst sagen, wir machen es umgekehrt und bringen sie erstmal an Land nach Albanien und machen dann da diese Durchführung. Du hast ja gerade selber gesagt, die kommen in geschlossene Zentren. Ja. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, UN-Kinderrechtskonvention, dürfen nicht in Haft. Schau. So, Punkt. Also, tut mir leid. Aber genau, wir haben etwas gemacht und das finde ich sehr gut. Wir haben einmal etwas durchgespielt, ein Modell. Du sagtest, es gibt viele, es stimmt, es gibt viele. Wir haben Tunesien, wir haben Marokko, wir haben die Türkei gehört, wir haben Ruanda gehört. Ruanda war ganz viel in den Medien. Wer sie konsumiert hat, dem sind Ruanda die Ohren geklungen. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Auch das wurde diskutiert. Ich würde es gerne fassen unter der Zusammenfassung. Seit den 70ern wird danach gesucht. Es gibt Modelle, die unterschiedlich zu befürworten oder nicht. Wenn man sie auseinanderdekliniert, merkt man, da muss man über viele Dinge nachdenken. Aber was ist mit den Rezipienten? Was ist mit dem Publikum? Was ist mit den Menschen da draußen? Das ist mein letzter Schritt in Deutschland. Für mich liegt nämlich ein Problem in der Vermittlung, in einer guten Vermittlung, in einer differenzierten Vermittlung und einem schlechten Brandbeschleuniger. Und alleine das, was wir jetzt gemacht haben, nur an diesem Italien-Albanien-Beispiel und all den anderen Dingen, die ihr kennt, wenn ihr jetzt nochmal schaut, wo würdet ihr sagen, waren, und wir haben jetzt zwei Fallstricke gehört, sind Punkte, wo man sagen muss, passt da auf, schaut da genau hin, das ist ein Irrläufer. So funktioniert das nicht. Da schaut lieber hin. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben die 10 Punkte eben gehabt bei dem Bund-Länder-Gipfel. 2 habt ihr genannt. Ihr habt das Beispiel der Digitalisierung genannt. Jetzt hatten wir dieses Beispiel. Es gibt aber auch zum Beispiel das Sozialleistungen für Geflüchtete reduzieren. Es gibt die Arbeitsmarktintegration. Es gibt ja viele Fallstricke. Gibt es noch einen Punkt, wo ihr sagen würdet, das ist innerhalb dieses Migrationsdiskurses in der deutschen Debatte, die politisch auch geladen ist, noch etwas, wo man hinschauen sollte und nachrecherchieren sollte von mir aus? Ich nehme jetzt wieder was ganz Deutsches, und zwar diese Abschiebehaft und dieses ständige, wir müssen Abschiebehaft ausweiten. Das ist was mich sehr besorgt, weil wir haben eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben seit 2015 immer mehr die Möglichkeit ausgeweitet, Menschen in Haft zu nehmen, also in Abschiebehaft zu nehmen. Und wir haben auch die Abschiebehaftplätze gesteigert, also wir haben mehr gebaut, ja, wo Menschen untergebracht werden können oder in Haft genommen werden können. So. Das war also dieser Trend. Und gleichzeitig haben wir zwischen 2016 und 2022 diesen Trend bei den Abschiebezahlen. Nämlich wir haben entfallen, wir haben eine Halbierung der Abschiebezahlen von 2016, wo wir 25.000 hatten, zu weniger als 13.000 im letzten Jahr. So, das heißt, hier ist irgendwas scheps. Dieses Argument, was wir immer hören, wir brauchen die Abschiebehaft, damit mehr Abschiebungen klappen. Offensichtlich liegt es ja dann gar nicht so sehr an der Abschiebehaft. Und eine Forderung, die wir schon seit langer Zeit gestellt haben, ist, dass wir mal den Kosten und Nutzen von Abschiebehaft glaubhaft belegen müssen, indem uns mal die Politik, vor allem das BMI, das Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr und die Länder, die dafür zuständig sind, also die Bundesländer, dass die mal anständige Zahlen vorlegen, wie häufig scheitern denn die Abschiebungen aus Haft versus aus der Freiheit. Und denn erst wenn ich das tatsächlich mal belegen kann, weil eine Abschiebung kann ja auch aus der Haft scheitern, ja, wenn medizinische Gründe dagegen sprechen, nochmal ein Asylantrag eingereicht wird, also nochmal veränderte Situation ist. Also hochkomplex, und es wird aber ständig immer wieder gefordert, Abschiebehaft ausweiten, das sei die Lösung. Mhm. Und das finde ich so besorgniserregend, weil wir können nicht mit den Fakten dagegen argumentieren, weil wir haben die Zahlengrundlage nicht, ja, diese Zahlengrundlage wird uns nicht gegeben. Das heißt, wir haben im Prinzip ein System, wo wir eine Situation, also das schärfste Schwert des Rechtsstaates, die Inhaftnahme, massiv ausweiten, was ja übrigens auch nicht nur hohe menschliche, sondern auch immens hohe finanzielle Kosten hat, ohne dass wir überhaupt wissen, ob das was bringt. Mhm. Und gleichzeitig streichen wir dem BAMF dann wieder das Geld für die IT-Kosten. Ja? Also diese Absurdität dahinter, das müssten wir eigentlich ändern. Also immer wenn jemand sagt, wir brauchen Abschiebehaft, fragen Sie den, warum? Mhm. Danke. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mein Kollege Peter Fahlbusch, der ist Anwalt aus Hannover, einer der Abschiebehaftanwälte in Deutschland, der eine persönliche Statistik führt seit mehreren Jahren, ist jetzt auch nicht wissenschaftlich belegt, aber der hat einfach sehr, sehr viele Fälle bundesweit. Der stellt halt fest, dass in 50% seiner Fälle Abschiebehaft rechtswidrig angeordnet wurde. 50% der Fälle wurden Menschen
zu Unrecht in Abschiebehaft genommen. Ja, also auch da sozusagen aus einer rechtsstaatlichen Perspektive ein ganz riesiges Problem, über was wenig diskutiert wird. Du hast die Abschiebezahlen genannt hier 2016. Das waren vor allen Dingen Westbalkan-Geflüchtete, die dann zurückgeschoben wurden, wo man das dann nach der Einstufung sicherer Herkunftsstaaten relativ leicht machen konnte oder zumindest leichter als vorher. Und jetzt haben wir eben, du hast die Herkunftsstaaten genannt, Herkunftsstaaten, wo das aus diversen Gründen nicht so einfach funktioniert. Du hast noch gefragt nach einem Beispiel, also aus der jüngeren Debatte, ein Beispiel, was mich wirklich sehr irritiert hat, war die Forderung nach einer Arbeitspflicht für Asylsuchende. Nachdem man irgendwie all die Jahre Arbeitsverbote noch und nöcher hat, sowohl Arbeitsverbote für Menschen, die in Erstaufnahme sind, als auch ja, Menschen, die jetzt aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen, kriegen auch Arbeitsverbote. Jetzt wird gerade Georgien, Moldau eingestuft. Ja, die kriegen auch unbeschränkte Arbeitsverbote. Es sollen jetzt diese Arbeitsverbote ein bisschen gelockert werden, was die Zahl angeht. Aber trotzdem, also die Ausländerbehörden sind auch immer noch ein Nadelöhr bei der Genehmigung, ja, ob jetzt eine Arbeit aufgenommen werden kann oder nicht. Es geht auch um die Frage Anerkennung von Zeugnissen, ja, und Tätigkeiten, die man im Ausland erworben hat. Also es gibt eigentlich ganz viele Hindernisse, die real verhindern, dass Menschen arbeiten können. Und dann führen wir eine Debatte über eine Arbeitspflicht. Fand ich total absurd, weil die auch, glaube ich, nicht der Realität entspricht. Weil ganz viele Menschen arbeiten wollen und ganz viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Also ich glaube, es ist, oder ich hoffe, es ist klar geworden, es liegt im Detail, sich sozusagen die verschiedenen Punkte zu nehmen, die diskutiert werden, und dann sie einmal umzudrehen. Das ist oft schwer möglich in einer Berichterstattungslage, die sozusagen sich zwischen symbolpolitischen Prozessen abspielt und migrationspolitischem Wissen an Unis und Forschung, wie wir ja hier feststellen. Jetzt war das Stichwort, das du mir gegeben hast, geht jetzt einen Schritt weiter, nämlich wenn wir über Arbeit sprechen, dann sprechen wir auch über Fachkräfte. Es gibt ja sozusagen, also wir hatten es vorhin in der einen Fragenhagel-Frage, Integration und Abschiebung gemeinsam denken. Du sagst, es ist ein migrationspolitisches Instrument, das zu tun. Du hattest hinterfragt, wie soll das mit den Abschiebungen geschehen. Nun ist es aber auch so, es gibt nicht nur Asyl und Flucht, es gibt auch die Migration, also die faktische Migration, die ja nach Deutschland eigentlich so gesehen nicht wirklich möglich ist. Deswegen auch diese Idee der Migrationspakte, die ja zum Teil auch die Idee haben, dass sozusagen Menschen zurückgeführt werden, aber Arbeitsmigration, Zuwanderung möglich wird. Und wir brauchen, wenn ich die Zahlen richtig habe, pro Jahr 400.000 Menschen, die wir gerne etwa hätten, die zuwandern, um hier zu arbeiten, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Und jetzt sprengt das für manche Menschen den Kopf, weil Abschiebung, Fachkräfte, und zwar nicht nur die gut ausgebildeten Doktoren und Professoren, sondern in allen Arbeitsbereichen, in denen uns Menschen fehlen. Wie kommt das? Passt das zusammen? Ja, also ich würde halt erstmal sagen, aus einer asylrechtlichen Perspektive finde ich es immer wichtig zu sagen, Menschen, die hierher kommen, die viele krasse Sachen erlebt haben, die in ihren Herkunftsländern viel erlebt haben, die auf der Flucht zusammengeschlagen worden sind, menschenrechtswidrig behandelt worden sind, die traumatisiert sind, denen aufzubürden, den deutschen Fachkräftemangel zu lösen, finde ich auch immer schwierig. Ja, wir reden erstmal über Menschen, die geflüchtet sind, die vulnerabel sind, die man erstmal aufnehmen muss. Das heißt, das würde ich immer mal, das wird auch oft gerne so in einen Topf sozusagen geworfen, deswegen, das finde ich immer schwierig. Und trotz alledem muss man auch feststellen, die Menschen, die hierher gekommen sind, und wir haben halt, das hat auch was mit der deutschen Geschichte zu tun, wir hatten 1972 Anwerbestopp, Gastarbeiterinnen, seitdem versucht Deutschland irgendwie zu überlegen, was kriegen wir an Regelungen hin, um wieder legale Möglichkeiten zu schaffen, auch teilweise europäisch mit der hochqualifizierten Richtlinie beispielsweise, dass hochqualifizierte Kräfte kommen. So den krassen Impact hatte die nun auch nicht. Es gab das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was auch Hürden hat, ja, wo jetzt auch nicht automatisch unglaublich viel mehr Leute kommen. Also ich glaube schon, es ist eine sehr verquere Debatte. Wir können eine Zahl, die mich auf jeden Fall auch sehr überrascht hat oder die ich sehr bedenklich finde, ist, das Institut für Arbeitsmarktforschung hat festgestellt, von den Menschen, die sich seit 6 Jahren in Deutschland aufhalten, arbeiten 40%, glaube ich, nagelt mich nicht ganz fest, aber ungefähr in dem Bereich 40% in Jobs, wo sie unterqualifiziert sind. Die haben also eigentlich eine höhere Qualifizierungsstufe. Ja, und das ist doch auch irgendwie eine total absurde Situation angesichts von der Fachkräftedebatte. Das sind nun Menschen, die sind jetzt schon länger hier, die sind vielleicht über die Asylverfahren reingekommen, sind aber jetzt schon länger hier und schaffen es einfach nicht,
in Tätigkeiten zu kommen, für die sie eigentlich ja eine Qualifikation haben? Fachkräfte. Ich frage mich, warum wir immer noch von Fachkräftemangel sprechen in Deutschland. Ja. Ich glaube, wir tun das vor allem deswegen, weil über lange Zeit, über viel Lobbyarbeit und Advocacy-Arbeit irgendwie wir das gesamtgesellschaftliche Konsens kreiert haben, dass Fachkräfte was Positives sind. Ja, da hast du recht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, braucht Deutschland ja nicht nur die Fachkräfte. Da hast du vollkommen recht. Sondern wir brauchen die Leute, die... Was ist die, auch ein definierter Fachkraft? Ja, wir brauchen genau. Arbeitskräfte. Genau, ja, wir brauchen einfach Arbeitskräfte und trauen uns nicht, das laut zu sagen. Weil in der großen Angst, dass dann eben nämlich die, so die Hunde geweckt werden. Und deswegen finde ich aber übrigens es auch, so, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ja, klar, es ist schlecht, wenn Menschen unterbeschäftigt sind, das bezeichnet man ja auch als Brain Waste, ja, also es gibt den Brain Drain, dann gibt es das Brain Waste eben, wenn du unterqualifizierter oder unter deiner Qualifikation beschäftigt bist. Und das ist natürlich schlecht, aber ich finde jetzt, dass nach 6 Jahren in einem neuen Land, vor allem wenn man die Sprache vorher nicht spricht, finde ich es jetzt nicht furchtbar besorgniserregend, wenn da eben noch ein großer Anteil eben noch unter Qualifikation beschäftigt ist. Weil wir nämlich da auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, was war denn die Qualifikation, wo kam die Qualifikation her, ist die vergleichbar mit Deutschland, ne? Sind wir wieder bei dem Qualifikationsanerkennungsverfahren, die eben sehr lange brauchen und sehr beschwerlich sind. Also das sehe ich jetzt nicht als irgendwie so das größte Problem. Ich mache da erstmal einen Punkt, weil ich ja sonst immer so lange spreche. Naja, also es ist ja jetzt wird es interessant für mich, wenn ihr sagt, sozusagen sind die 6 Jahre viel oder wenig, aber ich bleibe mal, weil ich weiß, ihr seid getrennt in der außenpolitischen Perspektive, die dein Schwerpunkt ist. Ich finde es aber jetzt schon relevant, nochmal hinzugucken. Unterscheiden wir zwischen denen, die neu gekommen sind, die schon länger da sind, also auch wieder auf diesen öffentlichen Diskurs, mit welchem Status sie da sind und wie wir ihnen Arbeit zuschreiben. Weil wenn wir auf die Migrationspakte gucken, und gerade hattest du das Framing der Fachkräfte kritisiert, das ist aber das, was wir draußen präsentiert bekommen. Das heißt, es wird ja auch wenig darüber gesprochen, dass Pflegekräfte gesucht werden und viele der Pflegekräfte über irreguläre Wege gekommen sind und nicht über die Jobbörsen, die ausgeschrieben werden, um in Südamerika Pflegekräfte anzuwerben. Das sind ja alles so Dinge. Also wie sind diese Wege wirklich möglich? Können wir da noch mal kurz drauf schauen? Das ist ja ein internationales Thema. Also der Zugang nach Deutschland und der Wunsch und Bedarf, Arbeitskräfte zu haben, der auf eine Realität stößt, in der Anerkennung, Übertragung nicht möglich ist. Aber in einem deutschen Diskurs diese legalen Wege so wichtig sind, aber wir wissen, dass ganz viel irregulär passiert. Also ich meine, wir hatten schon immer einfach das Problem in diesem Einwanderungsrecht, was halt immer eher sozusagen Einwanderung verhindert hat, als ermöglicht hat. Dass zum Beispiel Menschen, ja, in aller Regel, ja, nicht wenn sie können nicht einwandern, um dann hier nach einem Job zu suchen, sondern sie müssen in aller Regel schon aus dem Ausland, ja, Möglichkeiten haben, einen Job zu finden. Es gab dann so ein paar Sonderregelungen, bei der Westbalkan-Regelung beispielsweise, wo das ein bisschen erleichtert werden sollte über die Botschaft, aber das war so ein bisschen die Logik. Und das ist natürlich auch sehr schwierig, ja, sozusagen von außerhalb Jobs zu finden, außer vielleicht in einem Bereich der hochqualifizierten sozusagen Fachkräfteanwerbung. Und es gibt ja mittlerweile diese Programme, du hast die Pflegekräfte erwähnt, also Deutschland geht ja echt hausieren in Mexiko, in Thailand und Vietnam und will da Pflegekräfte anwerben. Ja, und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich habe da jetzt aber, muss ich auch sagen, gerade keine Zahlen auf dem Schirm, weil ich eher im Asylrecht auch verortet bin tatsächlich und da ist in der Einwanderungspolitik nicht immer die aktuellen Zahlen mir angeschaut habe. Aber also ich würde dir auf jeden Fall total recht geben. Also es geht insgesamt über die Frage von Arbeit. Und vielleicht mal ein Vorschlag, der diskutiert wird, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Zirkuläre Migrationsvisa. Also gerade in westafrikanischen Staaten, Guinea, Senegal etc., ist eine Idee von zirkulärer Migration ganz fest verankert. Also man wandert, um zu arbeiten, kehrt wieder zurück, zu seinem Herkunftsort, wandert wieder, um zu arbeiten, kehrt zurück. Also eine Idee zu implementieren, dass Menschen hierher kommen können, um zu arbeiten, dann aber auch wieder
regulär zurückreisen können, um wieder reinzukommen. Ja? Weil ganz viele sehen halt die Gefahr, wenn sie es einmal geschafft haben, über die lebensgefährlichen Routen hierher, ja, dann nochmal auszureisen und zur Familie zurückzukehren, macht man dann oft nicht, weil man die Angst hat, nicht nochmal reinkommen zu können. Ja, also eine Möglichkeit zu schaffen, dass Leute zirkulär migrieren können, was eher auch, ja, auch das sagt ja die Migrationswissenschaft, eher der Realität von Migration entsprechen würde. Ja, also nur ein Punkt zu dieser Idee, wir machen zirkuläre Migration und am besten noch im Rahmen eines sogenannten Triple Win, ja, also wo es einen Gewinn darstellt für die Menschen selber, für die Herkunftsländer und für die Zielländer. Ja, wo man zum Beispiel Ausbildungsprogramme in einem Land macht, dann hat man eine Kohorte von 200 Leuten, 100 Leute werden für den lokalen Arbeitsmarkt ausgebildet, die anderen 100 Leute kriegen zusätzlich noch irgendwelche Sprach- und Kulturtrainings und werden dafür ausgebildet, dass sie dann in Europa arbeiten, in genau so einer Form von zirkulären Migration, wo sie dann eine Weile hier sind und dann am Schluss wieder zurückgehen. Das heißt, alle sind glücklich, alle haben was gewonnen aus dem Papier, also es könnte schöner gar nicht sein. Das Problem ist, es sind halt kleine Zahlen. Ja, also ich nenne das die Pilotprojektitis bei diesem ganzen Thema Fachkräftemangel. Wir investieren da auch hier wieder jede Menge Geld rein und am Schluss haben wir dann 12 Leute. Ja, oder also wir haben wirklich ein paar Dutzend oder mal ein paar hundert Leute, die dann am Ende über solche Wege dann migrieren und dann freuen sich alle und wir haben viele Foto-Ops und da wird gesagt, das müssen wir unbedingt mal scalen. Also ne, müssen wir jetzt hoch, das müssen wir jetzt in den Zahlen einfach nur noch anpassen und dann wird das super. Passiert nie. Ja, also ich verfolge dieses Thema jetzt seit mehr als 10 Jahren und wir kommen nie über diese Pilotprojekte hinaus. Woran liegt das? Weil es am Ende, verschiedene Gründe, erstens brauchst du Buy-in von den Arbeitgebern, das ist sehr, sehr schwierig, das musst du erstmal kriegen. Dann brauchst du du brauchst einen Sektor, der gebraucht wird, also wo Ausbildung gebraucht wird, sowohl hier als auch dort in dem Land. Dann hast du immer eine ganze Menge Schwund innerhalb dieser Programme, weil Menschen fangen normalerweise irgendeine Ausbildung an, Anfang ihrer 20er und wie wir wissen, dann in den 3 Jahren, so 3 bis 5 Jahre, da passiert eine ganze Menge. Leute kriegen Kinder, sie heiraten, sie verlieben sich, irgendjemand wird krank und dann brechen sie das ab. Also wir haben hohe Abbrecherquoten. Dann sind sie, selbst wenn sie es mal geschafft haben in das Land, manche Leute wollen dann aber gar nicht hier ewig sein und dann ständig zirkulär migrieren, sondern die sagen, naja, es war jetzt hier ganz schön, aber eigentlich will ich doch was anderes. Also es geht darum, dass es eben, am Ende geht es halt um 2 Sachen, die man nicht sehr gut planen kann. Das eine ist Menschen und menschliche Biografien, ja, Arbeitsbiografien und das andere ist tatsächlich Bedarf auf dem Arbeitsmarkt. Ja, auch das ist ja, wir haben zwar immer wieder unsere Vorhersagen, wie es im Arbeitsmarkt aussehen wird, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo zum Beispiel gesagt wurde, um Gottes Willen werden Sie nicht Arzt. Ja, das ist furchtbar. Und ich weiß noch, mein Bruder fing sein Arztstudium an damals und wir haben uns alle lustig gemacht, du wirst arbeitslos und er ist jetzt genau diese Generation, die sich die Jobs aussuchen kann, eben weil diese Vorhersagen völlig falsch waren. Also Arbeitsmarktvorhersagen haben wirklich eine Tendenz, sehr, sehr falsch zu sein. Noch schlimmer fast als Migrationsvorsagen. Und deswegen sind wir da eben einfach in, es tut mir so leid, dass ich es dann mit so einem Allgemeinsatz beenden muss, aber am Ende, das ist einfach eine echt komplexe Sache, zu gucken, wie kriege ich denn meinen Arbeitsmarkt hier gefüllt mit irgendwelchen Leuten, die woanders herkommen, die völlig unterschiedliche Ideen davon haben, wie das aussehen soll. Also es ist schon ein Wunder, dass wir überhaupt auf diese Pilotprojekte uns einigen konnten. Aber wirklich groß wird das nie. Aber es ist ja jetzt schon interessant, weil ich würde es schon unter die Überschrift humanitäre Migrationspolitik, also wenn es ein Triple Win wäre, das wäre ja schon viel, wenn es einfach sozusagen im Sinne aller oder und auch weniger unter so einem Nützlichkeitsaspekt läuft, sondern einfach einem Aspekt von Menschen wandern, sie tun es, sie kommen und wir öffnen für unterschiedliche Menschen Türen, damit sie bestimmte, und das ist ja immer das Große, was gesagt wird, damit wir sozusagen den Weg über das Meer und all die irregulären Wege abschaffen können. Das ist ja das große Ziel, was ja aber nicht erreicht wird aus Gründen. Ich würde jetzt gerne noch, um das abzubinden, weil ich mit euch nicht so viel über humanitäre Migrationspolitik sprechen kann in dem Sinne, also was, aber ein bisschen haben wir es angerissen. Nun gibt es ja aber Menschen trotzdem, die zum Arbeiten kommen möchten aus Gründen, sei es, dass sie zirkulär gerne migrieren würden und es nicht könnten, dass sie aus Krieg und Krisen, dass sie alle über den gleichen Kanal kommen und dass sie auf ein Außen stoßen, das mit Abschottung zu tun hat. Und auf unterschiedlichen Ebenen eben nicht nur mit einer Abschottung aus, wir können das nicht halten, diese Zahlen, sondern auch, dass es mit rassistischen Ressentiments im Inneren der Gesellschaft zu tun hat.
Der Asylkompromiss ist einer, der in dieser Gemengelage diskutiert wurde, und mich würde gerne eure Einschätzung diesem Asylkompromiss, der jetzt da ist und der mit dem Blick in die Zukunft, wo ihr, was ihr seht, was kommen wird und was aufzuhalten wäre oder was zu unterstützen wäre. Auf europäischer Ebene? Mhm. Also dieser Asylkompromiss, der da gerade verhandelt wird, nächste Woche gibt es den Jumbo-Trilog, da werden Rat, Kommission und Parlament nochmal richtig viel verhandeln. Das ist ja keine Sache, die jetzt mehr auf der deutschen Ebene gemacht wird. Also ich habe mitgearbeitet an einer Stellungnahme vom Rat für Migration, ein Zusammenschluss von Migrationswissenschaftlerinnen in Deutschland, und wir haben gesagt, obwohl wir das bestehende Asylsystem sehr, sehr viel kritisieren, haben wir gesagt, besser keine Reform als diese. Weil wir gesagt haben, ja, das aktuelle System ist super defizitär, hat diese ganzen menschenrechtlichen Folgeprobleme, Gewalt etc. Trotzdem gibt es im aktuellen Asylsystem trotzdem noch Spielräume. Spielräume, um bestimmte Aspekte rechtsstaatlicher in Verfahren auch zu klären. Das ist mir einfach wichtig, ja, dass man individuelle Verfahren hat, wo dann auch Einzelfälle gehandhabt werden können. In dem aktuellen Asylkompromiss, der jetzt diskutiert wird, ich habe das vorhin schon mal gesagt, da werden eigentlich viele Logiken reingebaut, die wir aus dem deutschen Asylkompromiss der 90er Jahre haben. Und es wird das gemacht, das, was mit dem EU-Türkei-Deal auf den griechischen Inseln passiert ist, wird jetzt nachträglich im europäischen Recht legalisiert. Mhm. Ja? Und deswegen viele meiner ForscherInnen-Kollegen und auch ich habe auch geforscht zur Situation der Hotspots auf den griechischen Inseln, gerade was diese Grenzverfahren angeht, können wir, glaube ich, jetzt schon eine gute Einschätzung geben und sagen, da wird sich erstens vielleicht nicht ganz so viel verändern zu dem, was wir jetzt schon haben, weil ganz viel von dem, was jetzt schon läuft, wird einfach jetzt nochmal in Recht gegossen. Und was sehen wir auf den griechischen Inseln? Wir sehen Closed Control Centers, die aufgebaut werden. Es gibt heute schon Verfahren, die diesen Grenzverfahren nachgebildet sind, wo Leute reinkommen. Und da wird aber nicht mehr gefragt bei einem syrischen Flüchtling oder bei einem afghanischen Flüchtling oder einem pakistanischen Flüchtling, warum bist du eigentlich geflohen, ja, aus Pakistan, Afghanistan, Syrien? Der Kern des inhaltlichen Asylverfahrens, meine Fluchtgründe, da wird gar nicht gefragt, sondern diesen Verfahren in Griechenland wird gefragt, ist der Drittstaat Türkei für dich sicher oder nicht? Ja? Und im Zweifelsfall werden alle unzulässig abgelehnt, vegetieren dann auf den griechischen Inseln, haben vielleicht nochmal die Chance vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte was zu bekommen, aber das war's dann, und die Leute werden festgesetzt auf den griechischen Inseln mit Residenzpflicht. Ja, viele schaffen es dann wieder über Schleppernetzwerke da raus, aber faktisch hat das, was wir bisher gehabt haben, zu diesen desaströsen Situationen geführt an der griechischen Grenze, und da sehe ich wirklich nicht, dass dieser Deal zu irgendwas anderem führen wird, weil wir auch keine verbindliche Verteilung drin haben. Es ist ein freiwilliger Verteilmechanismus, kein Staat muss Leute aufnehmen aus Griechenland und Italien, sondern sie können, und wenn sie es nicht machen, können sie Geld bezahlen und sich freikaufen. Ich stimme mit der Kritik weitgehend überein, dass das große Gefahren beinhaltet und da wahnsinnig viele Teile drin sind in dieser Reform, in diesen Reformvorschlägen, die überhaupt nicht durchdacht sind. Ja, also jetzt auch nach mehreren Jahren nicht durchdacht sind. Die also die DNA-Fehler vom System, was wir heute haben, bestehen weiter, weil es am Ende DNA-Fehler Europas sind. Ja, also dass wir keine verpflichtende Verteilung hinkriegen, liegt nicht daran, dass das System nicht das Richtige ist, sondern dass die Leute, die eben, also die Länder, die eben nicht verteilen wollen, ja, da ist das Problem, da liegt der Hase im Pfeffer. Und wir können eben nicht die anderen Länder dazu zwingen, etwas zu tun, was sie eben nicht tun wollen. So. Das heißt, diese DNA-Fehler werden in jedem System existieren. Es gibt aber zwei Argumente, die ich immer wieder gehört habe, wenn ich mich in Brüssel unterhalten habe, warum trotzdem diese Reform positiv ist und warum wir trotzdem und warum es in Deutschlands Interesse ist, auf diese Reform hinzuarbeiten. Erster Punkt ist, wenn wir eine Reform kriegen, besteht die Möglichkeit, dass wir wieder zu einem System kommen, wo an unseren Außengrenzen kein Raum der Rechtsfreiheit mehr besteht. Weil zurzeit ist das, was an unseren Außengrenzen passiert, ja nicht unser Recht, sondern es ist im Prinzip eine Perversion unseres Rechtes. Ja, es wird nicht durchgesetzt. Ja? Und dann sind wir bei den Pushbacks und bei der Behandlung oder bei der Art, wie Menschen von verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten behandelt werden, wenn sie ankommen. So. Das hat mit unserem Recht wenig zu tun. Und die Hoffnung ist, dass wenn man jetzt ein Recht neu schneidert, was harscher ist, was so gewollt ist von diesen Ländern, dass dann wieder ein Anreiz ist, das überhaupt umzusetzen.
So, also das ist das eine Argument, warum es trotzdem positiv wäre, diese Reform zu haben. Das zweite Argument ist eins, was nach außen geht, nämlich, was passiert denn, wenn wir uns jetzt nicht einigen, nach diesen Jahren und Jahren der Verhandlungen? Was ist das Signal, was Europa dann der Welt zusendet, wenn sie sich hinstellen und sagen, also wir haben uns jetzt 5 Jahre unterhalten oder jetzt 3 Jahre seitdem es, oder dann ab nächstem Jahr werden es 4 Jahre, haben jetzt 4 Jahre gesprochen und also wirklich gut verhandelt, jetzt haben wir uns nicht geeinigt. So. Das ist im Prinzip so, als ob wir uns auf die Weltbühne stellen, einmal unseren Socken runterziehen und sagen, hier ist die Achillesferse. Liebe Welt, liebe Nachbarn, die ihr schon oft Migration instrumentalisiert habt, hier ist die Ferse, wo wir euch überhaupt nichts entgegenzusetzen habt. Also hier könnt ihr uns immer wieder verwunden, wann immer ihr das möchtet. Ja? Und dieses Signal, also praktisch die Kosten, die uns entstehen, wenn wir nicht eine Reform haben, das ist für mich fast mittlerweile das Hauptargument, warum ich trotzdem sage, diese Reform ist in Deutschlands Interesse. Also ich will dagegen halten bei den beiden Punkten. Bei dem ersten Punkt, ich sehe in keinster Weise, dass die Rechtlosigkeit an den Grenzen aufhört. Denn zur Verhinderung von Pushbacks steht da relativ wenig drin in der GEAS-Reform. Griechenland wird doch weiterhin kein Interesse haben, dass Leute bei ihnen in die Grenzverfahren reinkommen. Genau wie die das heute auch kein Interesse haben. Das heißt, die Pushbacks werden weiterlaufen. Italien wird weiter pushbacken, Spanien wird weiter pushbacken, weil die kein Interesse haben, dass die Leute in den Grenzverfahren sind und da im Zweifelsfall nicht rausverteilt werden. Und über das Problem der Rückführung haben wir überhaupt nicht geredet. Ja, der Plan selber schafft gar keine sozusagen effektivere Möglichkeit der Rückführung. Ich bin sehr gegen Rückführung in dem Kontext, aber deswegen verhandelt man ja mit Tunesien. Deswegen will man einen neuen EU-Türkei-Deal, weil das sozusagen dann die Voraussetzungen wären, dass diese Grenzverfahren funktionieren. Ja? Also da sehe ich einfach nicht, dass das funktioniert. Ich glaube sogar eher, dass Pushbacks zunehmen könnten, weil man eben genau nicht möchte, aus griechischer Perspektive, dass die Leute da reinkommen. Wir haben eine absolute Brutalität an diesen griechischen Grenzen und nicht nur da. Ja, das zweite Argument, dass man sich nicht einigt, also ich finde, es wäre schon angemessen aus einer europäischen Perspektive, und das kann man europäisch gut begründen, dass man einem Pakt nicht zustimmt, der in so fundamentaler Art und Weise das Recht auf Asyl dadurch aushöhlt, dass der Zugang dazu versperrt wird. Das Asylrecht wird auf dem Papier nicht abgeschafft, das hält man noch so hoch, aber der Zugang dazu wird faktisch abgeschafft. Und es werden ganz viele menschenrechtliche Folgekosten eingepreist in dieser Reform. Und ich glaube, man macht sich eine Sache gar nicht klar. Das ist jetzt ein ganz kleines bisschen technischer, juristisch. Aber was da gerade passiert ist, dass alle Rechtsakte der Europäischen Union, Sie müssen sich klar machen, Europarecht steht über nationalem Recht. Wenn etwas europäisch geregelt ist, ist im Zweifelsfall das nationale Recht unanwendbar. Wir haben bisher in vielen dieser Bereichen sogenannte Richtlinien von der Europäischen Union. Richtlinien muss man nochmal umsetzen durch einen nationalen Gesetzgebungsakt. Verordnungen der EU muss man nicht umsetzen. Sie kennen alle die Datenschutzgrundverordnung, die Sie unterschreiben müssen. Es braucht keine Datenschutzgrundverordnungsgesetz in Deutschland. Das wirkt, weil es europäisch ist. Alles, was da gerade passiert, die Asylverfahrensrichtlinie wird zu einer Asylverfahrensverordnung. Ja, und das bedeutet, das deutsche Asylverfahrenssystem wird es in der Form nicht mehr geben. Und wenn ich mir angucke, was in diesen Vorschlägen drinsteht, die besten Asyljuristen verstehen nicht, was da drinsteht, weil es nicht mehr juristisch nachvollziehbar ist, weil es auf politischer Ebene entschieden wurde mit Formelkompromissen. Das heißt also, wir produzieren ein Asylsystem, was in sich unlogisch ist, was nicht funktionieren wird und wir werden mehr Chaos haben, mehr Chaos in Europa. Und das können dann Rechtspopulisten und Faschisten noch mehr ausnutzen. Deswegen sehe ich aus der Perspektive eine ganz große Gefahr dieser Reform. Und damit binde ich ab, weil diesen Punkt... Schauen Sie mal in die Gesichter der Menschen. Genau, und ich binde ihn ab und versuche, bevor wir in die Runde mit euch gehen, du hast Rechtsruck gesagt, alles das passiert ja vor einer Kulisse eines nach rechts abwandernden europäischen politischen Systems, das sozusagen, wenn man auf rechte Strategien guckt, nun mal eben nicht auf menschenrechtsbasierten Wegen unterwegs ist. Das heißt, gibt es etwas, das habe ich letztens auf politischer Ebene mal gefragt, gibt es eine Erzählung über Migration, die ihr erzählt, die etwas Empowerndes, Positives, Bestärkendes hat? Also ich will einfach Werbung machen für ein ganz tolles Buch, was der Journalist Christian Jakob mal geschrieben hat, ja, Die Bleibenden, 2016 rausgekommen, Taz-Journalist, der diese ganzen Entwicklungen schon seit Jahren beobachtet als Experte
und der einfach wunderbar nachzeichnet, dass auch trotz dieser ganzen Abschottungsdebatten, trotz des Asylkompromisses, ganz viele Menschen hier nach Deutschland gekommen sind, die geblieben sind und die Deutschland einfach auch verändert haben, ja, mitgeprägt haben, in ganz vielerlei Hinsicht. Ja. Und die Neues aus der Anstalt hat letztens eine Sendung gemacht, wo am Ende gesagt wurde, was passiert denn, wenn wir jetzt im großen Stil abschieben? Ja, dann ist die Pflegerin weg, ja, dann ist die Lehrerin weg, dann ist die Kita-Betreuerin weg auf einmal. Also es war jetzt ein bisschen überspitzt, ja, aber sozusagen trotz alledem, Arbeit schützt nicht vor Abschiebung. Ja, es gibt auch Leute, die in Arbeitsverhältnissen sind, die alltäglich abgeschoben werden. Also die progressivsten Stimmen in der Debatte habe ich von deutschen Handwerkern gehört, die gesagt haben, hört auf, unsere Handwerksgesellen abzuschieben. Ja, also das nächste Mal wähle ich die Deutsche Handwerkerpartei, wenn die zur Wahl antritt. Weil die hatten irgendwie noch so ein bisschen Vernunft in der Debatte. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine Erzählung, die man, glaube ich, machen muss. Hast du auch eine? Mein Job ist es ja nicht, positiv über Migration zu sprechen, sondern mein Job ist, ausgewogen über Migration zu sprechen. Sondern wie? Ausgewogen über Migration zu sprechen, weil Migration als Forschungsgegenstand, das ist nichts Gutes und nichts Schlechtes, es ist nicht positiv oder negativ, sondern es ist ein Phänomen, was immer Realität ist und was positive und negative Effekte hat. Und wie stark diese Effekte sind, hängt davon ab, wie klug unsere Migrationspolitiken sind. Deswegen ist mein Business, niemals diese Positiv-Stories immer zu erzählen, um irgendwen, um irgendjemandem da Paroli zu bieten, genauso wenig wie es mein Job ist, auf irgendwelche Negativ-Stories zu beharren, sondern ich versuche tatsächlich in meinen Statements, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht, ne, wie bei allen Menschen, aber ich versuche eine Ausgewogenheit immer reinzubringen und zu sagen, das kann positiv sein, das kann negativ sein. Und wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass wir das irgendwie, dass es ein Problem wäre, was wir lösen können. Es ist kein Problem, was wir lösen können. Es ist eine Realität, die wir managen können. Und managen kann man am besten, wenn man sich an den Fakten orientiert und nicht zu emotional wird. Das ist doch eine interessante Mischung. Da ich aber zu den emotionalen Menschen zähle und die Streitbar ja auch ein emotionaler Moment hat, würde mein... Und wir haben uns ja auch schon die Köpfe eingeschlagen. Nein, und ich finde auch, wir sind, wie ihr merkt, in einer aber anderen... Aber wir noch. Genau, und wir sind in einen anderen emotionalen Zustand geraten und Fakt ist, wir sind Migrationsgesellschaft. Ich glaube, das ist die Grundlage aller Debatte. Das sehe ich auch, wenn ich in den Raum schaue, sichtbar, unsichtbar. Das ist unsere Geschichte eines Einwanderungslandes, das sich viel zu lange mit seiner Geschichte nicht auseinandergesetzt hat, mit der Einwanderung und mit den Folgen haben wir es heute zu tun. Und ich danke euch, dass ihr uns mit auf eure Reise genommen habt, die ihr tagtäglich in euren Jobs vollzieht. Und ich binde es ab, weil wir gehen jetzt hier raus mit einer Diskrepanz, die ich auch nicht auflösen kann, die nämlich aber etwas darstellt und das liegt irgendwie in der Sache. Migration ist zu groß, die Überschrift ist groß, das war mein Einstieg, erinnert euch an meine Anmoderation. Es war der Versuch, einen Kanal zu schlagen und Fakten in sehr unklare Ebenen zu bringen, die vermischen sich zwischen innenpolitischen und außenpolitischen und migrationsgesellschaftlichen und rassismuskritischen Aspekten. Und wir alle bringen etwas mit und Expertisen. Und für Expertisen wurden GästInnen geladen, Fortsetzung folgt sicherlich auf die ein oder andere Weise. Für mich ist, und vielleicht schaut ihr euch die Aufzeichnung nochmal an, sind schon Punkte rausgekommen, die ich ja immer für mich in der Streitbar zu Ende zusammenfasse, dass nämlich der Asylkompromiss und dass die Lage, die wir haben, einen europäisierten Moment hat, das sich unterscheidet zu den nicht nur 2015er Jahren, sondern auch zu den 90ern. Dass es in der Migrationspolitik nicht nur um Migrationspolitik geht, sondern um Sozialpolitik auch. Das konnten wir nur anreißen, aber das ist immer wieder durchgeklungen, nämlich in den Fragen, wie leben die Menschen, wie kommen sie an, wo wohnen sie. Das ist alles das, was wir auf der Kommune erleben, was dort verhandelt wird. Das ist Sozialpolitik. Es ist ein Unterschied zu früher, die Menschen kommen, werden immer kommen, der Blick auf. Ich fand interessant den Punkt, wir reden über mehr und das härter, wir reden es vor einer Kulisse, einer nach rechts driftenden Kulisse, das tun wir auch. Die war schon immer rechts, aber jetzt ist sie rechter. Und ich nehme auch mit, dass der Asylkompromiss große Gefahren birgt und sich spiegelt in einer innenpolitischen deutschen Debatte und Migrationskommunikation in Deutschland, die sehr schwierig ist, auseinanderzudröseln. Mir selbst als Journalistin auch sehr schwer fällt, die Felder immer zu trennen, weil sie sich überlappen. Und das haben wir jetzt eben zum Schluss auch gemerkt. Genau, und meine letzte Frage vorhin in der Abschlussrunde war eine, dass ich auf Menschen gehen wollte, weil natürlich, wir haben heute ganz wenig über Menschenleben geredet.
Wir haben ganz viel darüber geredet, wie wir diese Menschenleben verhandeln. So ist das. Das ist ehrlich. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich danke, dass ihr durchgehalten habt. To be continued.